Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handel mit dem Steel Trader und mit Heiko Behrendt. Ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir gehen mal direkt uns zu den Risikohinweisen. Ganz wichtig, dass Sie hier an der Stelle ganz kurz durchlesen. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, unabhängig davon, was uns heute Heiko zeigt. Ja? Wenn Sie sich die Aufzeichnung schauen, dann können Sie auch kurz pausieren. Okay, dann, lieber Heiko, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Jo, danke. Ja, recht herzlich willkommen zum heutigen Seminar mit FX Flat. Ich hole mir den Bildschirm hier rüber. So. Gut, gut. Ja, wir werden heute uns mit dem Thema wir wollen Future Trading so ein bisschen noch machen. Denn mal sehen, ein paar Einstellungen nochmal am Stale Trader für die, die gerne im Future handeln wollen. Und dann habe ich heute noch so ein bisschen Ausbildungsthema, wenn der Spread zum Fluch wird, ist sowohl für die interessant, die im Future handeln, als auch für die Leute, die im CFD handeln, einfach das Wissen darum. Habe ich mir so ein bisschen gedacht, weil heute auch wieder im FDAX der Spread ja wahnsinnig hoch war. Und wenn ihr Fragen habt zum Ausbildungsanteil, dann immer her damit, dann kann ich die nochmal beantworten, die Fragen. Und wie gesagt, wenn das vorbei ist, also der Ausbildungsanteil, dann werden wir uns so ein bisschen nochmal auch die Vorbereitung anschauen. Beim Live-Trading muss ich heute ganz ehrlich sagen, ich will jetzt hier keinen die Vorfreude nehmen, aber wir sind gerade in der Phase, heute ist Mittwoch und ich werde da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht sehen wir es nachher auch im Future. Wir stehen ja kurz vorm großen Verfall und jetzt wechselt halt zunehmend das Volumen von den einen Kontrakt, also der Juni-Kontrakt verfällt ja und der September-Kontrakt wird immer größer sozusagen und da finden sogenannte Rollovers statt und das merkt man dann, wenn man im Future halt handelt und vielleicht schauen wir uns das heute an. Der Markt ist meistens in dieser Zeit, in dieser Woche, relativ erratisch und da kann es natürlich auch sein, dass ich vielleicht gar nicht handle. Hinzu kommt, dass aktuell seit zwei Tagen zumindest so ist, dass trade-technisch so bei mir so ein bisschen der kleine Wurm drin ist. Also ich habe heute früher auch gehandelt, Haufen Entscheidungen getroffen und am Ende 5 Euro verdient, gestern schon Haufen Entscheidungen getroffen und 3 Euro verdient am Vormittag und am Nachmittag Haufen Entscheidungen getroffen und zwar ein bisschen mehr verdient, aber am Ende ist da so bei diesem schnellen Hin und Her habe auch ich meine Probleme, aber das können wir uns ja dann anschauen. Wenn wir dann im Live-Trading sind und da könnt ihr dann natürlich auch gerne die Zeit nutzen, um auch Fragen zu stellen, die euch interessieren und auf die würde ich dann auch gerne eingehen, ja. Gut, dann gehen wir mal rein, wenn der Spread zum Fluch wird. Ich sage jetzt mal, bei den Amis ist es vielleicht nicht so extrem, aber das deutschen liebstes Handelsinstrument ist ja nun mal der DAX und damit logischerweise auch der FDAX. Und vor allem dafür ist es gedacht, das nochmal aufzuzeigen, warum durchaus dieser Spread auch ein Fluch halt ist. Ich habe mal hier einen aktuellen Screenshot gemacht. Das ist nur eine Momentaufnahme. Wer bei FX Flat die Future-Daten abonniert hat, der kann sich ja das auch anschauen und sieht das ja selber, wie der Markt da zurzeit da rumeiert. Und wir sehen jetzt hier im Bild einen Spread von aktuell 3 Punkten, also der höchste limitierte Verkaufskurs ist bei 12.396 und der höchste limitierte Kauf ist bei 12.393. Und das ist das, was man in diesem Balken sieht. Ja, das ist der sozusagen der niedrigste Verkaufskurs und der höchste Kaufkurs von der Limitseite.
Und wenn ich nun als Trader an den Markt rangehe, dann bin ich als Trader immer derjenige, der aktiv das Risiko nimmt, der sagt, wenn ich Market kaufe zum Beispiel, dann, wo müssen das hier? So, gut, irgendwie ist das hier nicht richtig aufgeploppt. Wenn ich den, muss ich den Spread bezahlen. Und wenn ich den Spread halt bezahle, dann ja, gehe ich aktuell das Risiko ein von 3 Punkten in diesem Bild. Wie gesagt, das variiert zwar stetig, aber dennoch gibt es halt auch die Zeit, dass der Markt halt so hoch ist. Und wenn ich halt in der Millisekunde, wo ich halt klicke, verkehrt, also nicht verkehrt klicke, aber klicke und der Spread ist gerade bei 3 Punkten, dann bedeutet das, dass ich 6 Ticks schlechter oder in Euro umgerechnet 75 Euro mit einem einzigen Kontrakt schlechter ausgeführt werde. Ja. Das heißt, wenn wir uns das hier genau anschauen, bedeutet das ja, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt hergehe und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ich bin long, ich habe es hier oben mal Fluch einer Market Orders gemacht, also ich bin als Beispiel hier irgendwo hier unten long. So, machen wir es mal blau. So, ich bin long. Ich sehe, wie der Markt jetzt gerade hier hochgeht. Das passt jetzt zwar mit dem Candle-Chart nicht zusammen, ne? Da hätte ich es von der Short-Seite vielleicht machen sollen. Ich habe es jetzt hier von der Long-Seite gemacht. Dann sehe ich, wie der Markt hochgeht und vielleicht gerade in der letzten Sekunde fand auch ein Handel bei 12.396 Punkte statt. Ich sehe, oh, 10 Punkte im Plus. Dann drücke ich Market Sell und in der Sekunde fällt der F-DAX, wenn ich wirklich ein echter Akteur am Markt bin. Ja, und wenn ich ja im Future handle, bin ich das. Und in der Sekunde, wenn ich da drauf drücke, würde ich den Fill hier in dem Falle, gut, die Linie ist hier schon ein Tick höher, aber wenn es hier genau hier ausgeführt werden, das heißt, anstatt meiner 10 Punkte, die ich hier sehe, ja, oder 250 Euro Gewinn, würde ich halt hier entsprechend 75 Euro weniger bekommen. Das heißt, summa summarum mal 175 Euro würde ich hier statt der 250 bekommen. Ja. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied, wenn er überlegt, jetzt macht ihr 10 Trades, dann und der Spread ist jedes Mal so hoch und ihr kauft und verkauft immer Market, dann habt ihr ja Kosten allein nur durch den Spread verloren bei 10 Trades 750 Euro. Und das führt halt dazu, das sieht man vielleicht im CFD, sieht man das gar nicht. Das führt halt dazu, dass ich als Future-Händler enorme Kosten habe. Also Kosten im Sinne des Spreads. Kosten im Sinne, dass ich eigentlich gar nicht aktiv handeln kann. Also aktiv im Sinne von Market kaufen und verkaufen. Bloß gibt ja auch genug Entscheider an der Börse, die das halt machen müssen. Ja? Die, dessen Beruf das ist, die dafür bezahlt werden, dass sie jetzt handeln müssen, ja, für ein Unternehmen oder für ihr Fonds oder Institut oder wofür sie auch immer arbeiten. Ja. So, und der gleiche Fluch haben wir auch bei Limit Orders. Ich habe gestern im FDAX Mini gehandelt und da bin ich förmlich durchgedreht, weil ich genau hier so eine Limit Order drinne habe. Der Markt wurde halt ein oder zweimal angetickt, das Level, aber ich habe keinen Fill bekommen. Und wenn dann innerhalb von einer Sekunde jemand Market verkauft und das Ding kurz 10 Punkte tiefer schickt, zack, sind 50 Euro wieder weg. Ja, das geht alles ja im Sekundenbereich und ja, das nervt dann halt ungemein halt an. Ne? Oder wenn man halt schnell in eine Position reinspringen will, also weil man sieht, Mensch, der Markt läuft, dann klickt man und in der nächsten Sekunde, ja, als Beispiel, in der nächsten Sekunde tickt der Markt genau auf der anderen Seite des Spreads, dann würde ich hier im FDAX ja 75 Euro direkt Minus haben. Ne? Also könnt ihr euch ja auch vorstellen. Das heißt, wir bleiben mal ganz kurz nochmal bei der Market Order, um das nochmal zu Ende auszuführen. Das heißt, ich kaufe jetzt, ich bin der Meinung, der Markt steigt weiter, ich kaufe Market. Das heißt, wenn ich jetzt Market kaufe, dann habe ich den Kauf bei 12.396 bekommen. Würde ich jetzt direkt Market verkaufen, ja, dann würde ich hier 75 Euro Verlust machen. Oder vielmehr, der Markt müsste jetzt erstmal 3 Punkte steigen. Ja, wenn der Spread so hoch bleiben würde, müsste der Markt jetzt 3 Punkte steigen, dass ich überhaupt plus minus null bin. Ja. Das ist halt auch Risiko. Klar, 75 Euro für einen institutionellen Trader ist jetzt halt nichts, aber es sind trotzdem Kosten, die man versucht halt schon zu vermeiden. Anderer Fluch, genauso bei den Limit Orders halt. Das heißt, wenn wir jetzt hier, in dem Fall, wir sind wieder long bei 12.986,
Ich stelle mich hier Limit Sell rein. Das heißt, ich möchte mit plus 10 Punkten raus, habe da meinen Take Profit drinne liegen. Der Markt läuft das hier an. Ja, vielleicht davor standen hier 6 Kontrakte, es wird ein Kontrakt getradet und plötzlich kommt irgend so ein Typ daher, ja, und stellt sich jetzt stellt sich Limit Sell hier auf die 95 hin. Das heißt, der Spread geht in dem Sinne, in dem Augenblick zusammen auf jetzt nur noch anstatt 3 Punkte nur noch 2 Punkte. Oder er stellt sich vielleicht sogar hier rein ins Limit. Das heißt, meine Position, mein Fill ist dann wieder 2 Punkte, ein oder 2 Punkte weg. Und wenn jetzt noch jemand Market Sell verkaufen würde, also das heißt, er noch draufhämmert, dann muss ich vielleicht, wie ich jetzt das hier in diesem Beispiel geschrieben habe, jemand verkauft Market Sell noch 20 Kontrakte. Da muss ich vielleicht nachspringen und dann von meiner Limit-Position, also ich war dort gewesen, verkaufe ich das Ding dann gerade so vielleicht bei 12.390,5. Ja, das sind genau 20 Kontrakte. Da würde der Markt, wenn man das hier so lässt, also wenn die Limit-Orders hier so bleiben würden, ja, dann würde der Markt genau bis hier hinfallen bei 20 Kontrakten. So. Und wenn ich dann in der Sekunde auch mitverkaufe, dann habe ich von meinen, ja, dann bleiben von meinen plus 10 Punkten am Ende, ja, irgendwo noch 3, 3,5 Punkte oder 4 Punkte oder was auch immer halt übrig. Ja? Also das kann ja halt sehr, sehr schnell gehen und das ist halt alles in der Sekunde. Das heißt, wer hier im FDAX halt handelt, das ist zurzeit der Handel der Schmerzen. Ja? Also da zu spekulieren ist schon äußerst anspruchsvoll aktuell. Und im FDAX Mini sieht es aktuell auch nicht wesentlich besser aus. Ja? Genau. Also da bitte aufpassen, ne? Und wie gesagt, ne, wenn man hier ja 5 Punkte oder 6 Punkte schlechter ausgeführt wird, dass man da halt, dass man mit seinen Limit Orders auch anders arbeitet. Was ich jetzt hier in so einem Fall machen würde, wenn ich sehe, der Markt tickt hier an die 96 ran, dann würde ich selber mein Limit aktiv verschieben auf die 95, mich in den Spread reinstellen und oftmals, wenn man sich in den Spread reinstellt, bekommt man auch von irgendjemandem einen Fill, weil irgendein Algo kann das sicherlich lukrativ verarbeiten und macht dann vielleicht hier noch diesen Tick Gewinn, ja, oder den Punkt Gewinn. Und deswegen, also das sieht man auch relativ oft. Der Stereo Trader ist leider in der Markttiefe hier ein bisschen langsam, also für diese Schnelligkeit des Marktes aktuell nicht ausgelegt. Ja, von daher würde man dann hier das Limit da reinstellen, also in den Spread halt reinstellen und bekommt dann halt den Fill dann halt hier den Punkt schlechter, aber besser als gar keinen Fill zu bekommen, ja, im schlimmsten Falle, ne? Ja. Und wie gesagt, also das im Normalfall, ne, würde ja der Spread ist ja im FDAX ist ja im Normalfall ja nur 0,5 Punkte, also ein Tick. Und wenn der Spread sich so ausweitet, muss man oder sollte man sich auch da immer überlegen, ob man sich auch in diesen Spread halt reinstellt, dass man zumindest auch als Limit den Fill bekommt. Ja, wie gesagt. Und ja, gestern ist es mir in Summe dreimal passiert im FDAX Mini-Handel, dass mein Limit erreicht wurde. Und dreimal habe ich keinen Fill bekommen, weil mein einer Kontrakt übrig geblieben ist. Und der Spread lag da auch bei teilweise über 3 Punkte und ich wollte halt nicht Market raus. Und hätte ich vielleicht meinen Fill einen Punkt nach unten verschoben, wäre ich vielleicht rausgekommen, wenn noch jemand gekauft hätte, aber bei der Gegenmarkttiefe denkt man mal, Mensch, nimm doch halt diese paar Kontrakte da weg, damit ich halt gefüllt bin, ja, und das war dann natürlich ärgerlich. Ja, und bei einem Trade, da lag ich irgendwie um die 20 Punkte vorne und das ist dann halt ärgerlich, ja, wenn man hier in dem Falle long war, 20 Punkte, 100 € vorne, Mini und man sieht, wie der Markt da dran ist und dann wartet man 1 Minute, 2. Minute, ja, und dann bin ich mit plus 10 € ausgestiegen. So schnell kann es gehen bei der heutigen Volatilität. Das kommt auf dem Bild vielleicht nicht rüber, weil ja die Candle sich nicht bewegt, aber wer ja zuschaut und seht, wie schnell sich der Markt bewegt,
da kann das schon ein ziemlicher Fluch sein. Ja? Also manchmal ist es vielleicht ganz gut, auch das Limit zu bewegen, also dort auch aktiv zu werden. Und wenn man am Ziel ist, sich vielleicht in den Spread reinstellen, hat auf alle Fälle den Vorteil, dass man eventuell den Fill bekommt. Man muss es mit einkalkulieren, so wie es mir gestern auch passiert ist, dass man halt öfters den Fill einfach gar nicht bekommt, weil der Markt halt ja über die Algos sehr, sehr schnell halt ist. Ich möchte diesen wichtigen Punkt echt betonen, Heiko, dass man Ja. beim Future-Handel nicht immer den Fill bekommen muss, ne? Das ist ganz wichtig, dass man das auch versteht, weil wir diesbezüglich natürlich auch immer Nachfrage haben. Und Ja. du hast das sehr, sehr deutlich jetzt auch gemacht. Genau, also ich sage mal so, es gibt ja noch speziellere Software, wo man zum Beispiel sehen könnte, wenn hier 5 Kontrakte liegen, an welcher Stelle stehe ich? Ja, und vielleicht da nochmal eine kleine Story aus der Zeit vor ganz vielen Jahren, wo die Volatilitäten gering waren. Da waren die Limite wesentlich höher. Also ich habe da zu der Zeit den S&P Future gehandelt und da lagen über 1000 Kontrakte und da gab es schon auch diese fiesen Tricks der Algos. Das heißt, die Algos stellen auf jedes Level 1, 2, 3, 4, 5 Kontrakte rein. So, und dann sieht man vielleicht, man steht hier an der dritten Stelle, sage ich jetzt mal, an der dritten Stelle, ne? Und plötzlich werden hier 10, 20 Kontrakte gehandelt und man selber wird trotzdem nicht gefüllt. Wie kann das passieren? Das kann passieren, wenn hier, ich sage mal, erstmal so ein Algo davor steht, der hat halt einen Kontrakt hier vor mir drinne. Und in diesem Kontrakt, wie so ein Trichter, ja, so wie so ein Trichter, würden jetzt einfach hier die weiteren Kontrakte als sogenannte Eisbergorder nachgeschoben werden. Ja. Das wäre die fieseste Variante, die ist mir zu den Zeitnummern nach vorgekommen. Ja, da standen im S&P 1000 Kontrakte, es wurden 2000 Kontrakte gefüllt und ich habe trotzdem also ich selber wurde nicht gefüllt, ja, weil ich halt hinter dem Algo stand. Und der hat halt alles abgefüllt, das Level, und da stand ich genauso blöd da. Und dann bezahlt man den Spread plus den Rückgang, weil man reagiert ja dann erst, wenn der Markt sich von dort aus nach unten bewegt. Ja, und dann, wenn sich der S&P einen ganzen Tag dort zu der Zeit nur um 8 Ticks, ja, also oder 16 Ticks, das sind 3, 4 Punkte, bewegt hat am ganzen Tag, ja, was wir heute in einer Sekunde machen. Dann ist das dann schon ärgerlich, wenn man den Spread bezahlen muss, plus noch den Rückgang. Und deswegen, wie gesagt, hier ist es so im MetaTrader, es muss halt wirklich weggehandelt werden, weil die Algos stehen auf alle Fälle meistens vor uns und wir stehen hier hinten an letzter Stelle und ja, oft sind wir als Retail-Trader einfach rein menschlich gesehen zu langsam. Ja, und haben den technologischen Vorsprung nicht, dass wir uns an die erste Stelle, also an den ersten Platz, buxieren können. Schafft man nicht, ja. Viele Trader umgehen das damit, dass sie ihr Limit, also es gibt sogar Trader, die sogar komplett anders handeln. Die haben gar keine Trades drin, die haben überall Limits drin, um halt in der Früh die Limits platziert zu haben, um dann vor den anderen Leuten drin zu stehen und löschen dann immer die Limits, an denen sie nicht handeln möchten, die löschen sie dann. In der Hoffnung, dass, wenn der Markt zu einem gewissen Level hinläuft, man dann eine Position drin hat, dass man da den Fill dann vorne bekommt. Das war damals so ein Trick, aber ganz ehrlich, da ist man die ganze Zeit nur mit Löschen und Aufpassen beschäftigt, dass man nicht gefüllt wird, also wenn man da noch nicht positioniert ist. Ja. Gut, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber ganz wichtig und da nochmal die Limits, die müssen gehandelt werden, damit ihr auch sicher sind, dass wir den Fill bekommen. Ja. Klar, wir sparen uns dann den Spread, also wenn wir wirklich gefüllt werden hier auf der 96, dann ist ja alles cool, aber wie gesagt, gestern habe ich es mal wieder am eigenen Leib erfahren dürfen, wie doof es halt ist, wenn man halt, ja, wenn der Markt das Level antickt. Ja, und man sieht dann im Tickchart noch zweimal getickt, ja, man sieht zwei Ausführungen und ja, die restlichen 20 Kontrakte, die werden nicht gefüllt und dann geht es genau in die andere Richtung und man denkt sich, naja, schade was. So, genau. Dann noch eine weitere Sache, die viele auch unterschätzen.
ist, dass diese geringe Markttiefe, die wir jetzt hier im FDAX sehen, eigentlich noch viel geringer ist, was viele komplett unterschätzen. Das heißt, das, was hier drinnen steht an Volumen, das kann man locker nochmal halbieren. Und das wiederum bedeutet, dass ihr seht das sogar hier, lässt man sogar die 0,5er Stellen sogar aus. Also hier seht ihr ja sogar, wird sogar freigelassen. Das heißt, dazwischendrin platziert man denn schon gar nicht mehr ein Limit. Und ihr seht ja auch hier mit einem Kontrakt, also würde man hier den Markt schon bewegen. Ein befreundeter Trader von mir, der hat eine sehr, sehr lange Zeit den FDAX gehandelt mit 8 Kontrakten. Und der ist dann irgendwann dann davon weggegangen, weil er gesagt hat, die Kosten, die mir hier entstehen, wenn ich zum Beispiel 8 Kontrakte handle und ich bewege den Markt um 1,5 Punkte, das wird auf Dauer zu teuer. Also die Kosten für das, was ich dann damit auslöse, vernichtet halt einen Großteil meines Trading-Ergebnisses. Ja. Wenn ich halt jedes Mal den Spread halt erhöhe oder jetzt hier, wenn er hier wirklich jetzt zum Beispiel per Limit raus will von vielleicht von einem von 8 Kontrakten werden nur 2 gefüllt oder nur 3. Oder er geht jetzt hier Market raus, ne, dann sind wir hier bei 6, bei 8. Ja, auch hier fällt der Markt um 1,5 Punkte, wenn er hier Market rausgeht aus einer Position. Das heißt, neben dem Spread, der aktuelle Verkaufskurs ist bei 3,90 und wenn er fertig ist, dann ist sein Schnittkurs hier vielleicht bei 2,90, ja, oder 2,90,5, ne? So, der Schnittkurs. Und das ist ja jedes Mal 1,5 Punkte oder 0, ja, oder ein Punkt, ja, je nachdem, immer wieder obendrauf, was man halt noch entsprechend hier an Kosten zusätzlich hat, plus den Spread, den man ja hat, plus der Ordergebühren, die ja auch noch dazu kommen. Also von daher ist das relativ wichtig zu verstehen. Und die geringe Markttiefe hier. Ich habe mal im 10-Sekunden-Chart, mir im Footprint-Chart hier mal rausgesucht, wie dieser Markt, also diese Strecke von 12.400 innerhalb von 10 Sekunden auf die 12.394, also diese 6 Punkte. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Ja, wo man jetzt vermuten könnte, hier für 5 Punkte stehen hier 33 Kontrakte drin. Also für 5 Punkte nach unten, ja, stehen 33 Kontrakte drin. Hier seht ihr mal links den wirklichen Fill. Also wie das gehandelt wurde. Und am Ende ist es eigentlich nur deswegen mit 22 Kontrakten so hoch, weil hier einmal 10 Kontrakte gefüllt wurden. Ansonsten seht ihr, fällt der Markt hier nach unten. Das heißt, jemand verkauft hier Market und ihr seht hier ein Kontrakt, zwei, drei. Dann gibt es einen Punkt sogar gar keinen Exit, also gar keinen Kurs, ja, also gar keine Limit, also gar keine Nachfrage. Und erst darunter kommt wieder ein Kontrakt, dann wieder frei. Und dann wieder 2 Kontrakte. Ja, also am Ende sind es am Ende vielleicht, wenn wir mal den Zehner hier weglassen, sind 12 Kontrakte, mit denen der Markt halt 6 Punkte fällt. Und das ist natürlich massiv. Und am Ende ist das, was hier drinnen steht, ja, nicht die Wahrheit. Ja, das ist noch viel geringer aktuell. Und das führt dazu, dass der Markt halt im Sekundentakt, also wie gesagt, das sind hier 10 Sekunden. Ja, also der Markt ist hier in den 10 Sekunden einmal nach unten gefallen, ein bisschen gestiegen und dann wieder am Ende der 10-Sekunden-Kerze hat er hier am Ende 12 Punkte tiefer grob geschlossen. Ja? Also das heißt, der Verlauf innerhalb dieser 10 Sekunden ist, dass der Markt hier steigt, fällt, steigt und fällt. Ja? Das ist der Verlauf so innerhalb von 10 Sekunden. Aber wir sehen hier auf einer Seite überhaupt gar keinen Handel. Ne? Und damit weiß man, das ging halt sehr schnell. Das ging eben, vielleicht hat das hier 2 Sekunden gedauert oder 3. Ja? Und da sieht man halt, dass das halt auch, dass das eine große Gefahr ist für uns als kleine spekulative Trader, in diesem Markt gerade zu agieren. Ja? Und das wiederum zeigt auch, wie gering die Markttiefe ist. Und wenn man sich jetzt hier über eine andere Software nochmal, wie gesagt, einfach nochmal hier anguckt, wie teilweise hier gewisse Levels gefüllt werden. Das ist ja dieses Beispiel von dem Hoch aus gesehen. Ja, oder auch hier weiter vorne. Also, ne, also ihr seht hier, wie der Markt halt springt und immer da, wo freier Raum ist, fand halt kein Handel statt. Da fand immer nur Handel auf einer Seite statt. Also hier hat jemand Market Buy gekauft und in der Sekunde, wo der Market Buy drückt,
steigt der Markt, springt er halt hier um diese 1, 2, 3 Punkte. Ja. Und deswegen ist das Ergebnis eigentlich, was der Markt heute macht, hier sehr, sehr zufällig. Ja. Und das ist meistens, oder hier 9:27 Uhr, ja, seht ihr das mal, ne, der Markt. Hier, wie gesagt, eine Kerze immer 10 Sekunden. Ja, da gab es nur einen Sprung. Ja, das heißt, in der einen Sekunde stand der Markt hier und in der nächsten Sekunde da oben. Ja, es sind 4 Punkte und dazwischen einfach gar kein Handel. Ja, also hier war einfach nur nichts. Das heißt, jemand hat Market kaufen gedrückt, die Algos haben ihre Limits komplett gelöscht und erst 4 Punkte höher stand der erste Verkauf drinne. Ja, das heißt, in dem Falle, wenn man das hier so sieht, dann weiß man, wie fragil eigentlich gerade der Markt halt ist und dass halt so ein Handel hier, naja, alles andere als gerade angenehm ist, ja, oder auch hier so eine Kerze, ja, wo auch der Markt einfach die Levels durchspringt, ja, also hier und hier. Und dann wundert man sich, wie kann denn der FDAX oder der DAX in 10 Sekunden, ja, wie gesagt, hier in 10 Sekunden von 12.338 nach unten fallen bis 12.324. Ich meine, das sind immerhin 14 Punkte in 10 Sekunden. Ist jetzt mal nicht so verkehrt, aber da merkt man halt, 10 Sekunden meine ich richtig, also zu spät, zu langsam gewesen, was wir ja als Menschen eher eh sind. Ja, und dann hier die nächsten 10 Sekunden, also da seht ihr einfach, das ist einfach brutal, ja, also wie da gehandelt wird. Und da muss man halt höllisch aufpassen, dass man da halt nicht, ja, auf die Mütze bekommt. Ne? Ihr seht hier unten auch die, nee, sieht man jetzt hier nicht die Volumina, die da gehandelt werden. Das ist alles halt ein ziemlicher Witz. Wie gesagt, das ist jetzt sehr stark aufgezoomt, das Bild. Ja, dann, nur damit man halt mal so einen Eindruck oder ein Gefühl dafür bekommt, was zurzeit gerade los ist am Markt. Und das wollte ich euch einfach an der Stelle mal gezeigt haben, ja, wie es da zurzeit aussieht am Markt und warum der Markt dann auch klar im CFD dann plötzlich so extrem schwankt, ja, und das halt innerhalb von Sekunden. Vielleicht für Leute, die einfach da noch nicht so den tiefen Einblick haben, bekommen jetzt vielleicht eine bessere Vorstellung davon, was hier gerade los ist. Und wie gesagt, das können wir uns dann hier habe ich einen, auch hier, 12. Naja. Ich habe hier einen Fehler, einen Schreibfehler, vielen Dank. Ja. Ja. So, 12.388, ne? Machen wir es mal so. Aber bald kriegen wir die 124.388 Punkte. Ja, genau. Da Ja, wurde also noch von gefragt, daher. welche Software du eben gezeigt hast, bevor du fortfährst. Darf ich das sagen? Nee, das ist eine Software, die nutze Plattform ich. kannst du gerne sagen. Nee, das ist der Ninja Trader, der hier ist. Und da habe ich ein Footprint-Tool drauf. Und klar, normalerweise guckt man sich das jetzt nicht so an. Normalerweise gucke ich mir das halt im 5-Minuten-Chart an. Ja, aber jetzt für hier war es eigentlich war mal wichtig, das nochmal zu zeigen, ja, wo die, was für Lücken halt in diesem in dem Handel gerade ist. Und selbst hier im 5-Minuten-Chart sieht man es ja auch. Ja, wenn der Markt dann plötzlich hier so losschießt, ja, und man denkt sich von einer Sekunde auf die nächste, was ist hier passiert? Ja, das ist brutal. Ja, also das ist hier ein Sprung von, ja, 5 Punkte. Das ist eine Sekunde, Millisekunde. Ja, also das ist in der Sekunde, wo einer das Knöpfchen drückt, ist der Markt dann 5 Punkte hoch. Und wenn man jetzt überlegt, man möchte als institutioneller Trader raus oder rein, welche Probleme die Leute haben, wenn sie zum Beispiel 100 Kontrakte handeln müssen. Ja. Also ich habe mich mal mit einem Trader unterhalten, der institutionell handelt und dann sagt er, Heiko, glaubst mir, die Probleme, die wir manchmal haben im Handel, die möchtest du gar nicht haben. Sei froh, dass du so klein und wendig bist, ja. Und das ist halt auch das, wo der Markt auch gerade gut zu greifen ist, wenn man sich immer mal vorstellt, was für Schmerzen eigentlich genau diese institutionellen Trader halt haben, ja. Und die rotieren hier mächtig, ja. Gut. Okay, aber dafür werden sie auch gut bezahlt. Das ist halt dann die andere Sache. Ja. Okay, das soweit zum Thema Ausbildungsanteil. Wir werden mal reinklicken, wenn es da noch Fragen dazu gibt, glaube ich nicht. Genau. Dann werden wir uns mal, genau, vielen Dank dafür. Sehr gute Darstellung. Ich bin Long.
Los geht's, Attacke. Wir gehen mal rein in den Stereo Trader und schauen uns das Ganze mal an im Stereo Trader, wie es da gerade ausschaut. Und worauf ich jetzt nochmal hinweisen möchte, ist, vielleicht sieht man das, ich habe jetzt hier mal auf der rechten Seite den Micro Future vom Juni und auf der linken Seite bitte, also wenn ihr Futures handelt, bitte schaltet alle um auf den September-Kontrakt. Und vielleicht sieht man es ja mal, dass sich der, also was jetzt hier passiert bei dem Rollover, vielleicht sieht man es nachher mal, ist, dass der eine Future, und zwar was wird gemacht, man muss jetzt, es ist jetzt vielleicht die Richtung, ist vielleicht ein bisschen irritierend, aber wir müssen die Leute, die im Juni Position halten, müssen die sozusagen von den Juni-Kontrakt rüber in den September-Kontrakt bekommen. Wie funktioniert das? Das funktioniert, indem man, wenn ich long bin, muss ich jetzt im Juni verkaufen und den September-Kontrakt kaufen. Und was man halt sieht im Juni-Future ist da manchmal, das kann man schlecht zeichnen, ist aber, dass plötzlich der Markt so eine Zacke nach unten macht. Also das ist jetzt übertrieben, die Zacke, ja. Und der Juli, Quatsch, der Juli sei schon, der September-Kontrakt, ja, dass der September-Kontrakt halt sozusagen sogar entweder stehen bleibt oder sogar leicht nach oben geht. Und wenn dann sozusagen der hier seinen Kontrakt verkauft hat, ja, und hier drüben gekauft hat, dann plötzlich schnippt der Markt wieder hoch und die stehen wieder gleich. Die stehen jetzt zwar wertig hier unterschiedlich, ja, 10 Punkte Unterschied, aber das wird man dann manchmal sehen. Also gestern zumindest ist es mir aufgefallen, dass der eine plötzlich eine Bewegung gemacht hat im Juni-Kontrakt, die man im September-Kontrakt überhaupt gar nicht gesehen hat. Und ihr seht ja, wie schnell das gerade hier hin und her schnippt, ja, und deswegen, also gestern hat es mich da schon ganz schön umwickelt, hier und da, sodass ich froh war, bin, dass ich ja am Ende aktuell hier plus minus null für heute bin. Und müssen wir mal gucken, ob ich einen Trade mache. Also die Rollover-Woche oder jetzt auch zum Verfall die Woche hin. Also der Rollover, muss man sagen, in den USA beginnt an dem Mittwoch davor, also seit letzter Woche Mittwoch, wird das gerollt. Ich meine, wir reden hier im S&P Future von bestimmt, keine Ahnung, etlichen Millionen Kontrakten, die da immer gerollt werden müssen. Und vielleicht, und deswegen ist auch das ein Grund, warum der Markt gerade so, ich sage immer so, in der Woche ist er zickig. Ne? Ich will jetzt keine Vergleiche, andere Vergleiche bemühen, aber das ist durchaus manchmal so, dass die Bewegungen nicht rund laufen, ja, so wie jetzt gerade, dass der Markt halt einfach massiv hin und her schwankt, ohne dass er sich halt wirklich nachhaltig bewegt. Wir können ja mal auf den Minutenchart entsprechend gehen. Und ihr werdet sehen, dass das vielleicht, wenn der Großteil schon abgewickelt wurde und heute dann nicht mehr so viel ist, dann fällt das vielleicht nicht ganz so auf, aber ja, das kann unter Umständen dann sich deutlich bemerkbar machen. Ja. Und es, diese Woche ist auch wichtig zu wissen, dass wir ja einen vierfachen Verfall sogar haben, ne? Also Genau, also das ist der große Verfall, ja. Und in USA, was war die Nummer 4? Aktien. genau, also Also, Index Futures, Aktien Futures und jeweils dann die Optionen noch dazu. genau, ja. Genau. Ja, genau. Also was wir nicht haben bei uns im Dreifachen sind die Aktien-Futures. Genau. Also bei uns, ja, also hier in Deutschland dreifacher Verfall, ne? Also 13 Uhr am Freitag die Aktien, die Index-Futures und Index-Optionen und um 17:30 Uhr dann die Aktien-Optionen bei uns. Aber es läuft relativ parallel jetzt noch. Mal gucken, ob das nachher nochmal hier passiert. Aber was man jetzt schon, naja, nee, es ist noch relativ gleich. Also ihr werdet nachher mal sehen, das gibt, mal sehen, ob es so einen plötzlichen Stich gibt, den man kaum sieht, wo man sich denkt, was war denn das jetzt?
Aber ihr seht schon, diese Wohler, das ist mir ganz ehrlich, also es gibt ja kein Demo-Handel hier. Das heißt also, ich mag hier einfach bei der Eröffnung, bei der Wohler von 7 Punkten, mag ich nicht handeln. Also warum nicht? Weil natürlich kann ja der Markt jetzt hier in jeder Sekunde massiv halt springen. Und ganz wichtig, deswegen auch bitte, wenn ihr Futures handelt, sucht euch auch ein Future, wo ihr entsprechend mindestens 3 Kontrakte traden könnt. Ja. Also wer jetzt hier mit einem Kontrakt handelt, da gibt es ja nur 0 und 1. Ja, und da muss man halt hier aufpassen. Ja. Gut. Okay, also wir haben jetzt hier aktuell nicht das, was ich jetzt gedacht habe, dass wir das sehen. Die ersten 5 Minuten handelt es sowieso nicht. Wir werden mal jetzt nochmal trotzdem die Analyse machen, mal gucken. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man genau diese Spreads, also diese Arbitragen zwischen dem einen zu dem anderen Kontrakt, dass man das jetzt vielleicht sogar in der Eröffnung am besten sieht. Ja, aber passiert natürlich auch nur, wenn gerade so eine Order dann auch abgewickelt wird. Ja. Aber wie gesagt, gestern ist es mir zumindest 2, 3 Mal aufgefallen. Vor allem da, wo es richtig schnell wurde, ne? Ab 16 Uhr, wo der Paul gesprochen hat, das kommt ja jetzt nachher noch hinzu. Der Paul ist heute vom Repräsentantenhaus, muss heute Rede und Antwort stehen. Und ihr habt ja gestern mitgekriegt, was da gestern los war, da ab 16 Uhr. Da möchte ich auf alle Fälle nicht verkehrt drin hängen. Ja. Also ich hing einmal verkehrt drin und habe das dennoch gedreht und dann, puh, war eine knappe Geschichte, aber am Ende gewuppt das Ding, ja. Und am Ende ist es bei mir so, wenn der Markt halt, wenn ich halt merke, dass ich zu viele Entscheidungen treffe und daraus keinen Ertrag ziele, dann ist es eigentlich für mich immer wichtig, dann so wenig wie möglich erstmal zu handeln. Ja. Also lange Pausen zu machen. Ja, und wir können ja mal für heute, ich kann es ja mal zeigen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Trades ich heute gemacht habe. Hier 5,07 € und das ist hier die ganze Latte an Trades, die ich hier gemacht habe. Ja, das sind ja unendlich viele, ja, für lächerliche 5 €. Ja, das ist too much. Ja, das ist too much. Und deswegen bin ich eher heute der bisschen passiv. Die Markttiefe, gute Frage. Also die Markttiefe könnt ihr euch, also wichtigste ist, ihr müsst hier entsprechend euch die Future-Daten abonniert haben bei FX Flat. Ja. Und dann könnt ihr hier unter Einstellungen, also anders ausgedrückt, wir fangen mal anders an. Ihr könnt einfach unter Chart auf Dom gehen, da Markttiefe im Chart an und aus. Und wichtig ist jetzt, wenn ihr gerade den neuen drinne habt, dann kann es sein, dass im Hintergrund noch nicht der richtige geladen wurde. Und zwar, das ist jetzt hier der Mikro-Future. Und ich habe im Hintergrund jetzt nicht die Markttiefe vom Mikro-Future, sondern vom großen. Und das wählt ihr hier aus. Das ist ESU20. Wenn ihr jetzt den M, also M ist Verfall Juni, wenn ihr den jetzt nehmt, ja, und geht da jetzt auf Anwenden, dann steht er 10 Punkte verkehrt. Ah, nicht ganz. Ich dachte, 10 Punkte ist der Unterschied. Nee, was habe ich jetzt ausgewählt? Nee, doch ESM 20 anwenden. Ich dachte, der steht 10 Punkte. Aber ihr seht hier schon, das Level 2 ist hier schon relativ gering in dem Kontrakt, in dem Juni-Kontrakt. Also die Markttiefe. Und jetzt gehen wir mal auf U wieder. So. Und da ist es ein Ticken höher. Genau, beim Großen ist es so, der große Kontrakt, jeder Punkt $50 plus minus, ist mir dann, wenn ich 3 Kontrakte trade, $150 pro ein Punkt. Ja, das ist mir bei 7 Punkte natürlich, wenn man richtig liegt, schön, aber wenn man nicht richtig liegt, ist es ein bisschen too much. Gut, wie gesagt, ich selber nutze hier dann auch immer noch so ein bisschen, wir machen das mal hier aus. Halt, oder ich würde mal hier die Analyse machen. Machen wir hier in dem Chart ESU. Ja, das ist jetzt der große. Also was mir aufgefallen ist, glaube ich, da muss ich aber einen Dirk, also wenn ich den Chart auf Passiv habe, dann geht aktuell bei mir der Dom nicht. Ja, und das habe ich gerade festgestellt heute. Wartet mal. Instrument,
ESU20, ja. Also irgendwie, das muss ich mit Dirk nochmal reden. Also wenn ich auf Passiv habe, dann geht das nicht. Können wir mal auf Aktiv stellen. Ich sehe gerade, dass du auch eine Version davor hast. Also wir Ja, sind die jetzt habe ich schon jetzt. Ja, stimmt. bei 26.05. Also. Ja. Ja, ich weiß. Nee, das ist hier Beta. Ach so, nee, doch, die Beta hat er jetzt ja zweimal released nochmal. Ja, stimmt. Ja. Genau. Ja. Warum habe ich die ja eigentlich hier nicht drauf? Ja, ich mache es jetzt nicht neu, aber. Ja, vielleicht lag es ja daran. Ach so, ich wollte ja auf Passiv stellen, nicht das hier. Ist mir letztens nämlich passiert. Habe ich mal an einem Tag gedacht, ich handle dem Mikro und dann war es nicht der Mikro. Genau. Gut. Wir gehen mal hier in die Analyse rein, mal gucken, ob wir hier vielleicht einen Trade dann finden. Noch. Wie sieht es hier aus? Wir fangen mal oben an im 30-Minuten-Chart. Also, wie gesagt, ziemlich volatiler Handel. Aktuell muss man ganz klar sagen, dieses Hoch gestern hat der Markt hier nicht wirklich überschreiten können jetzt. Auf der Unterseite, ja, haben wir jetzt viele Levels. Mal gucken, ob wir per Stunde, also jetzt um 16 Uhr, ob wir es schaffen, hier drüber zu schließen, über das letzte Tief, also die letzte Außenkerze. Da gucke ich immer so ein bisschen drauf. Darunter haben wir auch noch eine. Das heißt hier, das Level, das wäre so leicht Unterstützung. Und wenn der Markt die extra Runde dreht, ja, aktuell muss man ja sagen, der DAX ist ja auch zurzeit der Markt der Extra-Runden. Ja, und das heißt, was bedeutet für mich Extra-Runde? Extra-Runde heißt, wenn man den DAX-Verlauf heute nimmt, glaube ich, lief es ja auch so, dass der Markt halt hier seitwärts lief, dann nochmal runter, dann erstmal hoch, dann nochmal runter, ja, nochmal die Tiefs rausholen, dann irgendwie hoch, hin, her, dann nochmal das Hoch rausnehmen, dann wieder komplett runter, unter das Tief gehen und dann wieder nach oben steigen. Ja, so ist ja grob der Verlauf heute im DAX ja gewesen. Also immer halt nicht, dass der Markt halt hier irgendwie so eine Umkehr macht. Nee, da muss halt immer nochmal das rausgeholt werden. Ja, und das ist so für mich immer das extra Rundendrehen. Und jetzt gucken wir mal hier, wo der Markt hier seine Unterstützung findet im Handel. Und wie gesagt, nachher 16 Uhr jetzt gleich kommt der Paul. Da kannst du mal heftig werden und mal gucken, ob wir da was finden. Ja, runter 15-Minuten-Chart, ja, passt eigentlich auch. Und 5-Minuten-Chart, ja, eigentlich auch ganz gut aus. Ja, also wie gesagt, das absolute, das Level denn hier unten, das wäre von gestern hier diese Tiefs hier unten. Aber da sind wir jetzt ja noch ein bisschen weg als Unterstützung. Und der Widerstandsbereich ja hier oben, denke ich mal, ist ja relativ klar definiert hier oben. Ja, so. Und jetzt gucken wir mal, wie der Markt jetzt hier hochkommt im 5-Minuten-Chart. Das lassen wir uns hier mal so offen, die Analyse. Hätten ja sogar ein Box-Setup gehabt. Ja, müssen wir mal sehen. Hier Level 2 Order. Kurz mal rein. Zack. Und ihr seht das genau wieder angetickt, der Hund. Ach, ich habe Limit Pullback drin. Ha. Das natürlich immer überlegen hier. Schön, dass der Käufer die Order so hochzieht. Den Stop-Loss mal hier drunter. Seht ihr, das ist hier ein Käufer aktuell hier drin. Und jetzt mal raus. Das war sozusagen ein Käufer, ein Limit-Käufer, der uns gerade den Markt hier hochgepusht hat. Das war jetzt aus dem Order-Flow kurz mal raus. Ein Trade. Ja, sorry, ich konnte jetzt meinen Satz, meine Gedanken nicht zu Ende führen. Denn immer hier drauf achten bei Limit Pullback. Ja, ihr könnt das mit im Übrigen anlassen, aber stellt, wenn ihr jetzt kein Limit Pullback haben wollt, sondern per Limit direkt raus wollt, dann stellt das bitte auf Null. Ja. Ansonsten, wenn ihr das mit ausmacht, dieses Market If Touch, dann ist der Hedge-Modus aktiviert und ihr könnt nicht normal handeln. Das habe ich mal, da muss ich mal noch ein Video dazu machen. Das habe ich am Anfang verkehrt kommentiert.
dass ich gesagt habe, ihr müsst auf den Stereo-Trader-Net-Modus, wenn ihr auf dem echten Limit macht, das so, lasst mit an. Und wenn ihr keine Limit-Pullback haben wollt, dann stellt das nur auf Null. Dann werdet ihr hier per Limit direkt auch gefüllt. Also wie gesagt, im Future-Handel habe ich es im Normalfall aus. Aber da ich jetzt wahrscheinlich gerade den neuen Kontrakt drauf gemacht habe, ja, im Normalfall mit dem alten Kontrakt, da war das immer bei Null drinne. Ja, also. Und von daher war es jetzt hier gerade noch an. Okay. Gut, aber das war jetzt mal ganz gut zu sehen. Also vielleicht, wenn ihr euch das Video nochmal anschaut, dann achtet mal darauf, man hätte sogar Zeit gehabt, noch ein bisschen tiefer reinzukommen. Also ist manchmal ganz interessant, die Order kam rein, 300 Kontrakte, glaube ich, habt das gesehen. Ja, Limit Buy und die hat ja schön mit nach oben gezogen, weil, und das seht ihr auch, das Problem von dem Trader war gerade, der will halt rein. Ja, vielleicht nochmal das als Erklärung, nehmen wir mal als Beispiel jetzt her, welche Schwierigkeiten derjenige gerade hatte. Und zwar, es gab jetzt gerade eben einen Trader, hier unten stand er irgendwo hier und wollte mit 300 Kontrakten longen. Der weiß, wenn ich jetzt im Market 300 Kontrakte kaufe, dann schieße ich mir den Markt ja eh so hoch. Und was ist jetzt passiert? Irgendein anderer Algo hat gesagt, okay, Junge, ich sehe dich mit 300 Kontrakten, also kaufe ich jetzt im Market vor dir das weg. Und das habe ich jetzt gehandelt. Ja. Und der Trader hat jetzt, habt ihr ja auch gesehen, der hat seine Limits dann angepasst. Also der hat sein Limit von hier dann dahin geschoben, ja, die 300 Kontrakte oder 200. Und dann hat er die dahin geschoben, ja. Und dann habe ich meinen Stop-Loss genau darunter gesetzt. Ja, das heißt, da oben hat der Algo, der vor ihm gekauft hat, kann natürlich in diesen Limitkäufer hier oben reinverkaufen. Und der Limitkäufer hat jetzt hier 2 Punkte schlechter. Ja, und rechnen wir mal ganz kurz. Also 300 Kontrakte, sagen wir mal, mal 2 Punkte, 2 Punkte, ja, mal 2 Punkte. Ein Punkt sind $50. Ja, so, das heißt, derjenige hat jetzt hier schon einen schlechteren Einstieg oder verloren oder nicht verdient. Ja, 300 mal 2 mal, ja, kann man auch selber ausrechnen, braucht man den Taschenrechner nicht. Ja, $30.000 verloren. Ja, oder nicht verdient. Ja, also $30.000 hat ihm jetzt der schlechte Fill gekostet. Ja, so. Und das kann ich natürlich hier ein bisschen, konnte ich jetzt ein bisschen mitnehmen. Oh, Paul spricht erst um 18, nicht um 16 Uhr. Okay, da habe ich irgendwie die Uhrzeit verwechselt. Habe ich aus der 16 eine 18 gemacht. Okay, aus der 18 eine 16. Ich dachte irgendwie. Okay. Gut, also hatte ich den Gedanken eigentlich völlig ausgeführt mit diesen, mit den Limits? Wie man die einstellt, ja, ich glaube schon. Ne? Ja, Okay. hast du. Habe ich. Das, wenn ich manchmal dann so im Trade drinne bin, war jetzt halt nicht viel. Waren. Also hier auf die Uhrzeit. Fill nach Uhrzeit. Ja, $5 war halt auch nur ein Kontrakt. $5,56 minus 2. Ja. Also wie gesagt, im Mikro auf 1 oder 2 Punkte traden ist rein kostentechnisch jetzt nicht ganz so relevant, aber es war jetzt für mich ja soweit erstmal ganz okay rein vom Setting. Gut, wie gesagt, solche Order-Flow-Trades mit solchen geringen Stops, die lassen sich dann besser, so ein bisschen besser natürlich dann im Großen halt handeln, weil das sind die 2 Punkte dann halt hier auch, ja, bisschen mehr. Nee, was war es denn jetzt? Von 18,5 bis 19,75, 1,25 Punkte. Also 5 Ticks wären dann 62,50. Ja, so. Gut, ja, also schöne Reaktion. Also die extra Runde bis jetzt der S&P hier getradet, wollte ich schon sagen. Also einmal unter das letzte Tief drunter und dann nach oben weg. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch das Hoch der Anfangs 5-Minuten-Kerze hier rausnehmen, also hier oben dieses Hoch. Und dann, ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier da vielleicht nochmal doch einen Entry bekommen. Also, wenn wir uns jetzt hier oben stabilisieren können, hier in diesem Bereich, dann würde ich durchaus nochmal gucken, ob man hier vielleicht doch nochmal die Longs bekommt. Ja.
Okay, gerade kommt noch eine Frage. Hallo Heiko, welche Strategie hast du im Stereo Trader eingestellt? Strategie, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt mit Strategie das hier gemeint ist. Also eingestellt ist aktuell der Stereo Trader Future Modus und als Strategie jetzt irgendwie mit Trailing Stop, da ist aktuell Standard, weil ich, warum auch immer, im Future Modus sehr aktiv alles händisch selber mache. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist immer, im CFD handle ich anders als im Future. Ja, also im Future bin ich es gewohnt, sozusagen auf dem echten Limit zu handeln. Da möchte ich gar keine Limit-Pullback-Order haben, ja. Und im CFD möchte ich sie eigentlich haben. Ja. Weiß auch nicht. Vielleicht liegt es einfach, bin ich da schon so, wie sagt man, so gebrandmarkt, ja, dass ich das halt so gewohnt bin aus dem Future Trading, dass ich halt auf dem Limit, wo ich mich halt reinstelle, da auch gefüllt werden möchte und da die Limit-Pullback nicht haben möchte. Kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber das ist halt, irgendwie hat sich das so ja, unbewusst verfestigt. Ja. Ja. So. Jo, also ich habe aktuell kein Fill bekommen, ja, oder kein Fill gemacht. Worauf ihr auch mal achten könnt, da habe ich jetzt auch nicht geschalten. Und zwar schaut euch doch mal an, teilweise, wie die Kerzen manchmal laufen. Interessant hier ist diese 5-Minuten-Kerze hier, ja, schließt am Tief. Danach geht es noch ein bisschen tiefer und dann komplett Retour. Und das ist halt echt auffällig. Und ich weiß noch, den einen Tag im DAU konnte man die Uhr danach stellen. Und zwar der DAU knallt 200 Punkte in 5 Minuten nach unten. Da habe ich wirklich nur auf meinen Timer hier geguckt und habe gesehen, okay, noch 2 Sekunden, dann ist die 5-Minuten-Kerze als Beispiel fertig. Und ich habe einfach, ohne zu überlegen, irgendwas, ja, überlegt habe ich schon, aber ich kenne ja den Markt, und habe einfach in der ersten Sekunde der neuen 5-Minuten-Kerze einfach mal Market gekauft. Ja. Und wie gesagt, am Ende reicht das oftmals, also die Kerze fällt, 5 Minuten schließt am Tief und in der ersten Sekunde Market Buy rein. Und der Markt ist ja erstmal 50 Punkte oder 60 Punkte nach oben. Ja, selbst mit einem CFD im DAU $60 für 10 Sekunden halten. Bei der Wohler, ja, und wie gesagt, manchmal kann es auch sein, der dreht noch mal ein bisschen eine kleine Runde, so wie hier, aber das könnte sich durchaus dann auch mal rechnen. Also darauf kann man auf alle Fälle mal achten. Ja. Ja, oder auch jetzt gerade, also erste Minute hoch und jetzt kann man mal gucken, jetzt, wenn jetzt wie die nächsten 2, 3 Minuten ausfallen, wenn der Markt hier unterhalb der 23 jetzt bleibt, könnt ihr auch wieder komplett runtergehen und dann wieder zur 17 runter. Also da könnt ihr darauf achten, so die Schlusskurse mal und so der 5 Minuten zu beobachten. Und würde mich also jetzt schon fast nicht mehr, wie gesagt, das kann jede Sekunde anders aussehen, aber es würde mich nicht verwundern, falls der S&P jetzt hier nochmal auf die 17 runterfällt. Also bei dem Hin- und Hergeballer und dieses Über- und Unterschreiten, ja, wenn euch, ja, also auf sowas, also wenn man das mitkriegt, wie hässlich der Markt halt ist und sag jetzt mal, in der Hässlichkeit steckt ja auch eine Schönheit, wie auch man das ausdrücken möchte, kann man davon schon partizipieren. Aber das sind halt hier alles Sekundenentscheidungen. Und da kann ich nicht irgendwie laut nachdenken. Das heißt, ich muss dann in der Sekunde sagen, das kenne ich, habe ich schon mal gesehen, das trade ich jetzt. Ob das jetzt sinnig ist oder nicht sinnig ist, sei mal dahingestellt. Aber ich weiß, dass es halt sehr oft so ist. Also vor allem, wenn die Kerzen so schließen und schaut am besten mal, also hier, die Kerze schließt am Tief und dreht halt um. Klar, hier hat die Kerze auch am Hoch geschlossen, ist höher gegangen, deswegen kann man das auch nicht verpauschalisieren, aber auch hier die Kerze geht in der ersten Minute hoch und seitdem halt wieder runter. Also, ist, ja, also immer dieses Überschreiten, Retour, Unterschreiten, Retour. Guckt einfach mal drauf, so ein kleiner Hinweis an der Stelle für solche Affen, ich nenne es mal Anführungsstrichen, Affenmärkte, durchaus interessant. Hilft uns auch vor allem im Trade Management, dass man einfach sagt, okay,
Zum Beispiel, hier würde ich jetzt drauf schauen, wir haben jetzt die letzten paar Sekunden der 5-Minuten-Kerze und da sind für mich die ersten Sekunden der neuen 5-Minuten-Kerze entscheidend, weil was weiß ich, sollte die Kerze doch tief schließen, da muss ich halt drauf aufpassen, falls die erste Minute der das tief rausnimmt und dann wieder ansteigt, dann kann ich eigentlich gleich aussteigen, weil ich dann eventuell davon ausgehen muss oder zumindest wenn er jetzt darunter fällt, muss ich einen Finger am Abzug haben und überlegen, was ist, wenn jetzt die Kerze hier runtergeht, die tiefs rausnimmt und danach wieder anfängt zu steigen, dann sollte ich jetzt irgendwo die Reißleine ziehen, ja. Ja, oder ich kann halt hier drinnen bleiben und sagen, gut, wenn die erste Minute jetzt wirklich da unten schließt, dann bitte auch nochmal das letzte Tief auch nochmal abholen, ja. Das wäre auch möglich. Aber diese erste Minute entscheidet jetzt dann darüber. Genau. Also ja, mit den 18 Uhr, das wurde mir gerade schon zugetragen. Ja. Aber das könnte auch durchaus mal, also da sieht man halt gerade, wie schnell ich auch meine Meinung hier drehen muss. Also der Long hier nach der Kerze und dem Handel unterhalb der 21,75 war dann schon fast klar, dass man hier mal gucken kann, dass es vielleicht doch runtergeht. So, jetzt geht es wieder hier, Ballermann. Und ja, gut, wenn die Kerze wirklich so tief weit unten unterhalb schließt, dann wäre es ganz gut. Hier unten haben wir jetzt noch ein bisschen eine größere Order. Vielleicht, wenn ihr es auch noch nicht kennt, ihr drückt die Steuerungstaste und geht dann hier oben in die freie Chartskalierung. Dann kommt ihr immer in den Scalp-Modus rein und dann können wir ja mal gucken, die große Limit-Order, ob die jetzt noch gefüllt wird. Ja, also, das heißt, hier ist jemand Short, stellt sich rein, möchte gefüllt werden. Also, meistens sind das Take-Profits, die da drin stehen. Das heißt, wenn ich so eine Order sehe, dann entweder ich stelle mich wirklich auch einen Tick davor rein oder ich gucke, wie die Order gehandelt wird, weil wenn sie gehandelt wird, dann gibt es darunter immer noch mal den kleinen Blob. Das heißt, man kann sich dann auch, ich stelle mich jetzt mal hier nicht rein, aber man könnte sich hier reinstellen. Ja, so jetzt mal gucken. Jetzt wird die gehandelt gerade die Order. Und jetzt müsste eigentlich schon durch sein. Das verschwimmt hier ein bisschen, weil das dahinter ist ja das Volumen des großen Futures. Ja, wir gucken mal hier an die andere rein. Ja, da wurde es noch nicht gehandelt. Da 63 wurden gehandelt. Ja, also das heißt, wenn man da jetzt da drinne stand, ja, und auf dem Level war, ja, dann ja, hat man jetzt keinen Fill bekommen. Ja. Nur 63 Kontrakte haben hier einen Fill bekommen von den 500. So, jetzt gucken wir mal, also wir gucken mal, wenn der Markt das jetzt hier anhält, anreißt, dann könnten wir hier darunter kurz den Plop sehen. Also es wird immer so ein genanntes Frontrunning betrieben hier auch sehr oft. Das heißt, man handelt halt davor der Order, ne? Das heißt, es gibt hier genug Algos, die jetzt hier auch gekauft haben gerade. Und ja, so ein kleines Frontrunning machen. Ne? Wenn ich hier 300 Kontrakte verbastelt kriege auf 2 Ticks, ja, da habe ich irgendwie 10.000, 15.000 verdient. Das rechnet sich für die auch. Mal. So, jetzt gucken wir mal, da ist der Plop. Ja, das meinte ich. Das ist er. Das heißt, es wird rausgenommen und ihr seht es hier sogar, Market Sell, das sind die Stops. Ja, einwandfrei. Deswegen, also wenn das liegt, dann kann man darunter das auch handeln. Sehr schön. Haben sie gut gemacht, die Jungs. Ja, also das muss man schon sagen. Ja. Also kann man mithandeln, aber da, wie gesagt, da muss man komplett meines Erachtens nach im Fokus sein. Und ja, in dem Falle wäre es sogar hier, also hier würde ich sogar, wäre es dann sogar cool, also Limit Pullback an, ein Punkt vielleicht, genau an das Level dran, tickt er das an und macht mit dem Speed das durch, dann kommen wir hier auch schön mit. Ja. Also das war natürlich gerade schöne Aktion von der Future-Seite. Ja. Haben sie gut gemacht, die Jungs. So, wir stehen ja jetzt im 5-Minuten-Chart wieder da. Also jetzt sind wir hier am nächsten Level unten dran, was wir uns da eingezeichnet haben. Also der Short da oben wäre, wie gesagt, hätte ich jetzt nicht die Idee. Die Short-Idee kam mir erst, als der Markt hier gehandelt hat. Wäre aber so gewesen, schön gewesen. So. Aber wie gesagt, ich bin sowieso heute eher zurückhaltend. Ne? So, das nächste Level hier unten angehandelt. Genau das Tief hier. Und das ist halt das Schöne, der S&P, er tickt halt meistens oder öfters punktgenau halt oder tickgenau. Ja? Also der hält das Level dann halt sehr genau. Ne? Der Dow, der muss da halt immer noch mal auch eine extra Runde drehen und dann halt noch mal eine Ecke tiefer gehen. Gut, also das waren auf alle Fälle hier. Da jetzt mal interessante, fast
10 Minuten gewesen und vor allem, ja, da dem Markt auf die Schliche zu kommen, zu sagen, so eine Kerze und wenn die abverkauft wird und nicht mehr hält, dann hier auf alle Fälle Achtung im 5-Minuten-Chart, dass der das nicht rumdreht und auf 5-Minuten-Basis das Tief rausholt und hier sogar das Tief auch noch rausgeholt hat. Ja, und hier hat man das Gleiche ja auch. Also von daher da ein bisschen Aufpasser. Gut. Ja. So, ich muss mal ganz kurz was zu trinken holen. Trinkst du um die Uhrzeit noch Kaffee? 16 Uhr ist eigentlich genau meine Zeit, aber der Kaffee, das dauert jetzt wahrscheinlich zu lange, deswegen gibt es jetzt nur Mineral Water. Ganz ungewöhnlich, ne, dass ich Mineralwasser trinke um die Uhrzeit. Normalerweise ist jetzt, habe ich Kaffeedurst. Ja. Der Das Lars ist doch fragt, genau das. Gerade, ist denn der CFD nicht einfacher zu handeln? Was spricht für Futures? Ja, also der CFD, also es kommt immer auf die Konto, also der CFD-Handel ist ja prinzipiell so, dass ich immer den Spread bezahlen muss. Ja. Im Future habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich halt Limit handle, vielleicht machen wir es da nochmal, wenn ich Limit halt handle, dass ich eventuell auf ein Limit bedient werde und mir den Spread spare. Das ist auf lange Sicht einen Vorteil, weil wenn man jetzt überlegt, wir haben einen Spread von einem Punkt und müssen den halt immer bezahlen. Ja, jetzt sind das ja sogenannte Trading-Kosten. Die sieht man jetzt zwar nicht, weil auf dem Kontoauszug sind sie ja jetzt nicht als Kosten ausgewiesen. Und das ist halt ein Vorteil. Der andere Vorteil ist aber, und das sollte man auch mit Bedacht wählen, dass ich halt im Future die Möglichkeit umgehen kann, ne, solange der Markt so hochvolatil ist, brauchen wir sie vielleicht nicht, aber dass ich ja die Möglichkeit umgehen kann, dass ich diese Hebelbeschränkung halt habe von 1 zu 20. Ne. Das heißt, ich kann jetzt hier aufgrund der geringen Margin, ja, im S&P habe ich 120 Dollar pro Kontrakt, wenn ich das jetzt im CFD umrechne, dann müsste ich da ein Vielfaches bezahlen und das ist auch gut so. Ja, klar ist, wenn man Future-Händler ist, geht man davon aus, derjenige weiß, was er tut und sollte es auch wissen, was er tut. Und deswegen, ja, kann ich jetzt theoretisch hier ein Vielfaches, also ich kann das 3-, 4-, 5-fache von dem handeln, vom Volumina her, was ich im CFD handeln könnte. Bedeutet für mich persönlich, ich brauche viel weniger Geld auf dem Account. Aber wie gesagt, also das sind die beiden Vorteile, das Limit halt, ne, und die geringe Margin-Anforderung. Aber ganz klar, das Risiko sollte man auch nicht unterschätzen. Ja, wenn man jetzt überlegt, keine Ahnung, man geht hier volles Brett rein. Ja, mal als Beispiel, wir würden hier 10 oder 10 Kontrakte mal handeln, nur mal damit man hier wir nehmen das mal in die Spanne. Das sind ja 19 Punkte, nur dass man eine Vorstellung bekommt. Ja, 19 Punkte mal 50. Das heißt, diese Bewegung hier können für einen Account, klar, man trifft ja jetzt nicht das Maximum, aber diese Bewegungen können für einen Account, wenn man hier verkehrt eingestiegen ist oder was auch immer, mal als Beispiel, man ist hier oben long. Ja, wir machen es mal ganz dramatisch. Man ist hier oben long, weil man von einem Ausbruch hier ausgeht. Oh, der Markt bricht jetzt hier aus und dann erholt er sich und ihr steigt dann Ewigkeiten an. Ja, so, oh. Ja, so, zack, so nach oben hoch. Und dann ist man hier entsprechend long und hat dann denkt sich, okay, bevor die mich jetzt hier unten ausstoppen, ganz knapp, da lege ich meinen Stop-Loss vielleicht hier hin, dann werde ich hier ausgestoppt. Also die Bewegung hier bei 10 Kontrakten im Mikro würden 950 Dollar bedeuten, plus oder minus auf dem Account, nur damit man mal eine Vorstellung hat, was hier gerade die Geldspanne ist. Also ein Kontrakt wären es 95 Dollar. Da kann man sich ausrechnen. Also ein Kontrakt ist diese Bewegung. Ich sage jetzt, oder machen wir es mal so, 20 Punkte, entsprechend bei einem Mikro-Future 50 Dollar, nee, 100 Dollar, 100 Dollar, ne? Und wenn ich jetzt das mal 10 habe, ja, kann er sich ausrechnen bei 2, bei 3, bei 4, bei 5 Kontrakten. So, und die Margin ist jetzt hier bei einem Kontrakt 120 Dollar. Das heißt, oder? Ist sie doch, ne? Ich glaube schon. Ja, so, Bei Mikro 120. wäre 120. Ja, das heißt, wenn ich diese Strecke, also 20 Punkte verdient habe,
dann hätte ich einmal schon fast meine Margin, die ich als Sicherheit habe, schon verdient und könnte theoretisch, wie gesagt, sollte man natürlich nicht machen, aber noch einen Kontrakt mehr handeln. So, ja, nur damit man. Also es geht mir jetzt nur um die Vorstellung, was das hier bedeutet. So, 16:05 Uhr, neue Stunde, neue Akteure. So, Kerze schließt am Tief. Mal gucken, ob wir jetzt hier, wie wir jetzt uns hier unten verhalten, wäre jetzt theoretisch noch im Unterstützungsbereich. Also es wäre hier unten noch Long. 2 Punkte sind $15, $20. Müssen wir mal gucken. Mal sehen, wie jetzt hier die erste Minute läuft, ob der Markt jetzt hier wieder Stücke nach oben kommt. Also noch, also wir haben eine Range, aber bis jetzt muss man sagen, es sind das nur Rücksetzer. Ja. Was halt fehlt, ist eine Kontinuität auf der Oberseite. Also schon eher die leichte Tendenz auf der Abwärtsseite. Aber wenn halt ja, man die Tiefs kauft und das ein, zwei Mal macht, irgendwann kommt dann der Markt dann auch mal höher. So, genau, im DAO, im Mikro-DAO-Kontrakt sehe ich nur 4 bis 15 Kontrakte. Im Mikro-E-Mini wird das 50 bis 100-fache gehandelt. Ist das normal? Ja, das ist normal. Also man muss ja auch sagen, also unter, schade, ne, da sieht man mal hier, wie schnell man da sein muss. Erste Sekunde. Ach, tschö. Das war er gewesen. Jo, 10 Sekunden, 20 Sekunden Entscheidung, ja oder nein. So schnell kann es gehen. Ja, 3, 4 Punkte reichen ja jetzt aus. Ne? 3 Punkte sind $15. So, jetzt kommt natürlich noch drauf an, ob wir hier das hochbrechen, dann fliegen die Stops und dann stehen wir gleich bei 20. So, wenn jetzt hier noch die Stoppies fliegen, ja, wenn der Markt antickert. Naja, schade. So ein bisschen durchstechen auf der Unterseite durch die 108 hätte ich ja gern erwartet. Ach, Mist. Also wenn es jetzt hier läuft, dann stehen wir bis 16:10 Uhr im besten Falle bei 20. Bei 20. So komme ich jetzt hier noch rein. Das Schlimme ist ja, dass wenn man das Gefühl hat, dass man gleich, dass der Markt da steht und ich weiß, dass ich im Normalfall hier vielleicht sogar drin handeln würde. Aber jetzt natürlich, das so aussieht, als wenn ich jetzt nachspringe. Also für mich kann ich das ja vertreten, aber wenn hier so viele Leute zugucken und dann kriege ich auf die Mütze, das kann ich nicht verkraften. So. Disziplin ist das A und O, Heiko. Ja. Also wie gesagt, ich muss auch sagen, ich handle hier bis zu 10 Kontrakte im Mini und bei ein, zwei Kontrakten, das sind dann immer so, ich sage jetzt mal so eine Antastposition bei mir, wo ich dann mal gucke, wie man da halt drinnen liegt. Ja. So, schaffen wir kein Minuten-Close über der 16:50, wäre sogar nochmal hier der Dip nach unten möglich. Ansonsten, wie gesagt, wir haben jetzt noch für die Kerzen noch 1,5 Minuten. Kann man sich ja hier auch noch einblenden lassen. BT für die restliche Zeit. Ja. Aber schön erstmal das Hoch der letzten, also vom Tief, ja, auch wieder vom Tief der 5-Minuten-Kerze, ja, direkt das Hoch rausgenommen. Das heißt, wenn hier jemand Short war, ja, also hier war jetzt jemand Short gewesen, dort, ja, der Markt schließt am Tief und wenn danach nicht genau das kommt, was wir hier gesehen haben, dann kann man sofort überlegen, ey, da muss ich raus und ja, es wäre gut gewesen, wenn wir hier, das wäre die letzte Chance zum Aussteigen für den Short. Ansonsten, wer hier den normalen Stop-Loss im Candle-Chart wählt und legt den hier drüber, der wird dann halt eine Minute später gegrillt. Ja. Das ist zurzeit wirklich so fiese Märkte, ja. So. Also genau, ich hatte noch einen Gedanken gefasst. Unter Future-Tradern ist es auch so, dass man sagt, der DAO ist ein Markt für Psychopathen. Aber bitte das nicht dem Dirk sagen. Also rein aus Future-Sicht, weil die Kontraktzahlen so gering sind, führt das einfach zu der hohen Volatilität in dem Markt. Ja, weil dort entsprechend, wenn da eine größere Position halt abgedreht werden muss, dann sehen wir halt da massive Schwankungen und
Deswegen kann es da halt auch extrem schnell gehen. Aber man muss auch ganz klar sagen, man muss auch mal die Wertigkeiten sehen. Ja. Der S&P steht ja bei, wir rechnen mal, der S&P steht ja bei 3.120, sage ich jetzt mal. 3.120, ein Punkt sind $50. Das heißt, da haben wir eine Bewegung im Großen von 156.000. Guckt mal hier wieder die erste Minute. Ja, also man kann zurzeit wahrscheinlich nur von 5 Minuten zu 5 Minuten handeln. Also das auf alle Fälle mal mit im Blick lassen, also behalten. Also wie gesagt, die Uhr ist für mich zurzeit extremst wichtig. Vor allem, wenn es gegen einen laufen würde, bin ich froh, dass ich da oben nicht rein bin, so, dass ich diszipliniert war. So, wo steht denn der Dow? 26.500 oder sowas, gell? Ich sage jetzt Schade, mal dass so. wir die Aufzeichnung jetzt nicht mehr online stellen können. Ah ja. Mach aus! Mal 5, so 26.500 mal $5 pro Punkt, dann haben wir im Dow Future bei einem Kontrakt 132.500 Dollar gehebelt. Ja, also der Geldwert. Ja, gut, also ich bin ganz froh, dass ich hier aktuell nicht aktiv bin in dem Markt. Ja. Das ist mir hier nichts. Aber was für eine Minute, ja? Ich meine, allein diese Minute, 5 Punkte, fast 6 Punkte. Das ist 6 Punkte einmal hin, einmal her. Kreuz die quer. Tja, was soll uns das sagen? Gut, ja. Also bis 16:30 Uhr mache ich noch, da ist immer so meine Zeit. Also mit dem Traden ist halt, wie gesagt, schon schwer, weil ich habe, ihr seht das ja selber, auch im Minutenchart eigentlich fast nur Risiken. Ja, und da müsste ich also, ja, selbst hier in dem Chart, den ich da sonst noch nutze. Habe ich keine Idee. No idea. Naja, aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt typisch. Jetzt hätten wir hier vielleicht mal in den M, ah, das sieht eigentlich genauso aus. Sieht relativ identisch heute aus hier, die Charts. Wie gesagt, gestern gab es da immer mal ein bisschen mehr Abweichung. Ah, doch, hier, ich habe eine gefunden. Da, die Kerze. 17 Uhr, also 16 Uhr. Mal gucken. Genau. Hier. Da. Da sieht man es hier. Die Kerze, die hat hier einen Büppel oben dran. Da. Dies, was es hier nicht gibt. Ja. Hier. Das geht bis hier hoch ungefähr. Da, bis dahin. Seht ihr das? Bisschen länger. Geht ja bis an das Tief hier der Kerze, also bis dahin, da sieht man es. Also das war dann so ein Arbitrage-Move, ne? Also da das hier, das geht bis hier, bis dahin, und das wäre hier bis hierhin so, ne? Das fehlt, das sind hier immerhin auch 3 Punkte, ne? 3 Punkte, die da fehlen, also die fehlen ja jetzt so gesehen nicht, aber das fällt dann auf. Und deswegen muss man halt aufpassen, dass man da dann nicht, ja, auf die Mütze bekommt. Deswegen dann jetzt den September-Kontrakt handeln. Also das Chartbild sieht ja echt affig aus, ja. Also die meisten alle sehr, sehr aktuell seit 15 Minuten hier eiern wir innerhalb dieser einen 5-Minuten-Kerze drin rum. Also, wie gesagt, also rein situativ muss ich sagen, gab es durchaus ein paar Situationen. Also da oben hier die Überlegung über den Short wäre richtig gewesen. Denn die erste Minute hätte uns hier den Vorteil gebracht, sogar bis ans Tief. Am Tief die Limit Order kann man auch als Trade verbasteln. Den Long hier, den auf der Limit Order, da bin ich auch ein bisschen zu spät rein, aber der war ganz gut. Und hier diese erste Minute, da war ich auch zu langsam, 10 Sekunden zu langsam. Ja.
Bei sowas hier drauf zu ballern, funktioniert auch teilweise. Also das heißt, wenn man hier schnell ist und schnell klickt, kann man sowas, so eine Attacke auch klicken. Aber da muss man davon ausgehen, dass das Ding nicht nur anfixt, sondern wirklich durchgeht. Und wenn das nicht durchgeht und die am Ende der Minute stehen wir wieder oben, dann wird es halt immer sauteuer. Ja. Also da muss man extrem schnell sein. So, erste Minute wieder. Action Jackson, mal gucken, wo es hingeht. Also ganz ehrlich, ich habe keine Idee. Ich habe auch keine schönen Limits, dass man, also manchmal mache ich auch so, dass ich, aber das ist dann auch relativ teuer und es bringt da wenigstens aufgrund der Kosten, die wir jetzt trotzdem ja haben, ja, sich hier so ein paar Limits reinzulegen, mal an gewissen Punkten und dann darauf zu warten, dass man gefüllt wird, aber das mache ich eigentlich nur, wenn ich sowieso schon vorne, also das Komische ist, das mache ich nur, wenn ich vorne liege, also wenn ich schon Gewinn habe und wenn ich im Gewinn das handle, dann funktioniert es wirklich in 80% der Fälle, dass ich mir halt zwischendrin immer so extra Gewinne mitnehme. Also hier mal 5 Euro, da mal 5 und dann denkt man sich, ach, nochmal extra irgendwie 20 Euro verdient. Ja, und, ja, aber jetzt für den Anfang, am Anfang das zu machen, da fehlt mir die mentale Stärke in dem Sinne, dass ich jetzt das dann da handle. Also dieses, es ist ja eigentlich kein Risiko, aber es ist ja trotzdem so, also Risiko ist es immer, aber was ich sagen will damit ist, dass man halt dann vielleicht sich von so einer Situation nicht so schnell lösen kann. Und wenn ich das da handle, dann stelle ich das auch, wie gesagt, relativ schnell glatt und denke mir, ach, naja, wenn ich das halt 10 Euro verloren oder 10 Dollar verloren, das ist auch okay. Aber komischerweise unter diesen Gegebenheiten, wenn man vorne liegt, da trifft man dann ja auch, man hat ja, man liegt ja nicht umsonst im Gewinn, weil man ja gute Entscheidungen getroffen hat. Und wenn ich jetzt noch gar keine Entscheidung getroffen habe und das meine erste ist und dann, ja, also wenn die Entscheidung dann auch schlecht wäre, wenn ich die Limits platziere, dann gebe ich ja nur was von meinem Gewinn halt ab. Ja. So, jetzt mal gucken hier, der Ballermann durch die 200 Kontrakte, ob da nochmal ein kleiner Push kommt. Wäre ja ganz interessant. So, auf alle Fälle jetzt mal das Hoch der letzten 10 Minuten rausgenommen. Also mal sehen, ob es kurz durchploppt und dann wieder Gegenrichtung. Jetzt wäre typisch, aber wenn die nächste Kerze wieder ein bisschen tiefer geht. Und jetzt müsste man halt mutig sein, dass man hier die Limits platziert und sagt, okay, der holt sowieso immer nur die Hochs raus und schlussendlich dreht er halt sowieso wieder runter. Ja. Aber da fehlt mir jetzt. Dafür habe ich heute viel zu viele Entscheidungen getroffen. Also wie gesagt, mein Tag ist heute eine ziemliche Gurke. Also Haufen Entscheidungen für nothing. Und das ist bei mir immer ein Zeichen, dass ich nicht viel handeln sollte. So, also jetzt gucken wir mal hier. Was er da durchploppt. Zack. Und da hoch. Und wenn es gut läuft, jetzt runter. Mal gucken. Aber dazu, wie gesagt, wichtig, 1-Minuten-Kerze unterschreiten, dann. Ah, na, da gab es auch irgendwelche News. Zack. Oh. Na, auch nicht schlecht. Zack, runter. Das war meine Ansage. Ja? Der Herr. Aber wer weiß, was da jetzt gerade rauskam für News. Mal gucken. Mal sehen hier, oder was geht. Es Oder ging wieder um Infektionen in ach so. Texas. Ah, okay. Na gut. Ja, das ist halt natürlich schon, da muss man halt gucken, ne? Da muss man halt so weit vorne drin sein. Die Sache ist die, wir wissen ja gar nicht, wie. Es kann jetzt sein, dass das Ding halt einfach durchknallt, ja, wie gestern habt ihr ja auch gesehen bei Paul, ne, das geht erstmal massiv runter und dann halt ging es halt dann komplett wieder hoch, ne? Also da kann ich auch nicht lange halten, ne? Das war jetzt sicherlich jetzt auch nach Kosten sicherlich zu wenig hier gewesen, aber mal schnell reagiert. Ja, da ist es halt entscheidend. Also da muss man sozusagen die erste Minute überleben, ohne dass das Ding halt deutlich ins Minus läuft. Dann wäre es okay.
Aber das ist halt auch, wie gesagt, auch immer schwierig, dass man das Ding halt dann hält, ne? Also, aber stellt euch mal vor, ich hätte hier oben wirklich bei 20 die Limits platziert. Ey, das wäre ja der Monster, das ey, wirklich das Monster gewesen. Also zufällig, ne? Zufällig das Monster gewesen. Holy moly, ey. Da können wir kurz mal reingucken. Also, da kam sicherlich jetzt nichts bei rum. Nee, da war ich zu zaghaft. Naja. Schade. Ja. Naja. Aber wenn man schnell ist, kann man es klicken, ne? Ich wundere mich, dass mein TP angegangen. Och, der ist auf 20 gestellt. Ja, normalerweise habe ich immer so 5 Punkte TP, wenn es schnell wird. Naja. Naja, schauen wir mal. Also 5 Minuten Kerze. Oh, was? Wie krass, ey. Ah, nicht schlecht. Aber da muss man natürlich dann alles vorausdenken. Das heißt, ich hätte mal vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, ja, normalerweise, klar muss man da halt schnell sein, aber jetzt zu sagen, ich lege mein Limit an das Tief hier, wäre jetzt mal auch gar nicht so doof gewesen, also an das Tief der letzten Kerze, dass man das halt noch rausholt. Ja, also, wie gesagt, eine Minute länger gehalten oder ein paar Sekunden. Ich habe jetzt das gar nicht mehr auf dem Schirm, wie es war. Also, wie gesagt, zwischen nichts und 20 bis $50 wäre das jetzt für die Minute wert gewesen. Aber ich kann mal gucken, und zwar die ersten, also ich habe jetzt hier so ein Chart. Wahnsinn. Das ist ein Tick-Chart. 16 Uhr 18 und 12 Sekunden. Also das hier ist eine Sekunde. Das hier. So, das ist eine Sekunde. 12, 12, 12, ja. Da, eine Sekunde. Von 20 bis 14, 6 Punkte. So, stabilisiert sich hier unten jetzt ganz gut. Ha, jetzt träume ich wieder schlecht, Nelson. Oh, das ist nicht gut. Ja, in Gedanken hier meine Limits hier platziert. Freue mich heute Nacht. Und dann fällt es durch Zufall auch noch so runter. Nee, alles gut. Kann ja keiner wissen, dass da die News kommen. Aber manchmal passt es halt echt im Chart zusammen. Und ja. Oh, ganz gut. So, jetzt ist halt immer die Frage, kommt die zweite Welle halt, ne? That is the question. Ja. So, gab es eine Frage? Nein, bis jetzt keine Fragen. Sehr gut. Ja, wird sehr interessant sein, wie die Indizes jetzt in den nächsten Tagen, Wochen reagieren Ja. werden. Es sind ja auch zwei Themen, die auch da aufeinander prallen. Natürlich hier, wie du schon gesagt hast, zweite Welle. Und auf der Ja. anderen Seite die Fed, die da sehr pusht. Ja. Also. Ja, also das ist ja massiv. Also gestern auch, wie der Markt da runtergelaufen ist und wieder hochgelaufen ist. Also ich bin echt froh gestern gewesen, dass ich nicht, also ich habe gestern auf den, also erst long gehandelt, dann hat es mich da auch kurz rasiert, wo es so schnell nach unten ging. Und dann habe ich aber das Ding auf Short gedreht und ich war echt froh, dass ich am Ende so ziemlich am Tief den Account dann gut ins Plus hatte. Aber hätte ich da angefangen zu überlegen, und ich hatte auch kurz den Gedanken gehabt, ob ich das Teil vielleicht halte,
Und dann eine halbe Stunde später steht das Ding wieder komplett oben. Oh, da wäre ich gestern. Also das wäre Dann hättest du schon, wirklich schlecht da hätte ich geträumt. wirklich. Ja, und da man, wenn man dann sowas feststellt, ja, dass man auch selber mit der, also ganz, wie gesagt, auch mein Rat, ich meine, ich muss mich ja den Marktgegebenheiten genauso anpassen, aber was ich vielleicht als Tipp hier weitergeben kann, ist, immer wenn man was sieht, was man noch nicht kennt oder womit man nicht klarkommt, denn nicht denken, man muss jetzt massiv handeln und die Trading-Keule jetzt rausholen, sondern da nicht handeln. Also das heißt, wenn ich nicht weiß, wie mein Auto sich auf Eis verhält, dann versuche ich so gut wie es geht, halt nicht auf Eis zu fahren. Ja. Dann nochmal eine ganz interessante, ich will jetzt mal gucken, hier die erste Minute, falls der Markt jetzt hier die Limits nicht gut füllt, dann würde ich hier mal kurz einen Long vielleicht, wenn der jetzt bis hierhin darf. Mal gucken, 3100, erste Minute. Probieren wir es mal. Mal loskommen, wenn er geht. Mal gucken, ob er hier wieder in der ersten Minute hochgeht. Sind ja zwei. Wichtig jetzt das Hoch der 1-Minuten-Kerze zu ziehen und dann ein bisschen zu steigen. Oh. Naja, doch, geht doch ein bisschen. So, ein raus. Wir lassen heute hier nichts anbrennen. So. Das war's schon. Zumindest 1,50 € verdient. Naja. Schade, schön wäre es gewesen, wenn er hier direkt durch die 3107 gestiegen wäre bis zum. Das Problem ist, guck mal, wenn man jetzt mal die gesamte Minute aufzeichnet, also der Markt in der Minute war weit oben, komplett runter zur Nulllinie, also zu meinem Entry, und mal gucken, wo die Minute endet. Ne? Es kann auch sein, dass die Minute oben endet. Ja? Die Sache ist aber die, ich kann oder ich möchte es gar nicht. Oder ich kann das schlecht, also man kann das nicht immer aussetzen, weil man weiß ja nicht, wie die Minute danach schließt. Ja? Und da ist es manchmal so, wenn man halt, also manchmal ist es gut, wenn man die Minute, will ich damit sagen, abwarten würde. Also einfach sagt, 1 Minute Augen zu, dann wieder Augen auf. Aber wenn hier so eine Kerze nach unten kommt, da wäre es schon ganz gut, wenn man die Augen offen lässt. Aber was man jetzt hier gerade gesehen hat, wenn wir jetzt diese weiße Minute hier, diese 1-Minuten-Kerze, nochmal in groß hier den Verlauf dieser Minute abzeichnen würden, dann wäre es so, die Kerze macht auf, fällt innerhalb der Minute runter, geht komplett hoch, kommt zurück, weil das war ja mein Exit, läuft halt nochmal ein bisschen hoch, kommt nochmal runter und schließt, geht nochmal ganz hoch und schließt dann hier. So, ne? Dann, das ist ungefähr die Kerze, ne? Der Kerzenkörper. Sieht ja so aus. Ja. So. Ja. So. Und da sieht man ja, dass man das ja aushalten muss. Also dieses Hin und Her in der Minute muss man da schon aushalten können. Und am Ende wissen wir nicht, ob die nächste Kerze jetzt dann halt ja, so weiterläuft. Ja. Oder wenn der Markt dann am Ende der Minute vielleicht wieder so runterfällt und die nächste geht noch weiter nach unten, ja, dann bin ich halt wieder off. Ja. Und das ist dann halt bei der Wohle ein bisschen doof. Naja, das war jetzt, glaube ich, einmal nichts und einmal ein bisschen was. Einmal 10 und einmal nichts. Naja, Versuch war es wert. Weil, wie gesagt, wenn der Markt das gut holt, ja, wenn der Markt das gut holt und hier drüber geht, über das Level hier, dann und per Schlusskurs auch, also per Minutenschlusskurs, dann wieder Rasur. Durch die 3109 und so weiter und so fort. Aber bis jetzt halt nur ein Rücksetzer hier. Also, wir haben hier so eine leichte Tendenz, aber auch die Short-Seite hat es ja extrem schwer. Jetzt könnte man sagen, Mensch, warum handelt der kein Short? Klar, haben wir ja hier immer gehandelt, aber guckt mal ja auch diese Rücksetzer hier, das sind hier 7 Punkte Rücklauf. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Short suche, als stellt euch mal vor, ich wäre jetzt hier Short gewesen. Also, das wäre mein Short-Entry gewesen, kein Long-Exit. Machen wir es mal rot. Ja, das wäre hier Short Entry. Ja.
als Beispiel. Und hier nochmal ein Short Entry. Ja, und wenn der Markt jetzt die nächste Minute hier wieder hochkommt, ja, so, dann bin ich auch wieder raus aus meinem Short. Also geht mir auch mit dem Short dann nur dann gut, wenn der Markt halt schlussendlich hier den Durchmarsch macht, also da so runterfällt. So. Nur dann habe ich den Vorteil auf meiner Seite. Solange das nicht passiert, ja, muss ich halt gucken. Kann sein, dass ich da auch nachher. So, vielleicht sollte ich hier mal meinen Long. Aber man merkt hier unten, da handeln sie schon wie die Sau, ne? 1000 Kontrakte hier unten, also da haut jemand immer schön drauf, also per Limit. 1099 Kontrakte, ist das ein Hinweis? Jetzt kommen hier die Limits wieder rein. Und welche Seite? Who wins? Welche Seite? Also, ja, manchmal kann man auch sagen, das, was einmal geklappt hat, klappt auch zweimal. Oder auch Also nicht. wer auch die News verfolgt hier zu den aktuellen Zahlen in Amerika, eben hatten wir ja Ja. Texas. In den letzten Tagen war es so, dass Florida so 16:38 Uhr unserer Zeit immer gemeldet hat. Kann man sich Ah. dann auch wieder anschauen, wie der Markt dann reagiert, wenn da die News wieder rauskommt. Wo hast du jetzt die News her? Ich habe auch meinen eigenen Squawk. Wow. Von wo? Habt Nee, ihr nee, heute? ich habe hier privat. Haben wir das Du hast deinen Ganze? eigenen Nachrichtensprecher, so ist es. Genau, ich bin selber hier mein Nachrichtensprecher. Sehr gut. Ja. Also wie gesagt, ich selber habe das ja sonst auch, aber zweimal Webinar läuft halt nicht. Ja, und ich selber kann es ja. Also wie gesagt, ihr findet ja auch das vielleicht nochmal als Hinweis an der Stelle. Wenn ihr euch für das Future Trading auch interessiert mit FX Flat und ihr wollt ein kleines Bonbon haben und ihr macht einen Account über meine Seite auf, dann gibt es auch eine Coaching-Stunde plus Erstgespräch for free. Und dann, wie gesagt, der ein oder andere hat das schon in Anspruch genommen und das freut mich. Ihr müsst nicht die Coachingstunde nehmen, ihr könnt es nehmen. Also wäre natürlich aber jetzt nicht, ist ja genau das Bonbon. Ja. Und ja, ich selber, wie gesagt, nutze sonst ja auch noch eine Squawk, einen deutschen Squawk bei Traders Talk. Da habe ich letztens auf YouTube ein schönes Video dazu gemacht und da habe ich die News, die NFP-Zahlen gehandelt, da wo der Dirk ja auch immer beschäftigt ist, ne? Wo ich jetzt die Tage drin war. Ja. Genau. Da habe ich das mal aufgenommen. Kann man mal kurz hier auf meinen Hast Kanal gehen. du es dir übrigens angeguckt? Aufzeichnung ist online. Du wolltest dir Ah nochmal ja, oh, angucken. nee, muss ich noch machen, muss ich noch machen. Und zwar hier News Trading mit Traders Talk habe ich natürlich ja, mit FX Flat hier gehandelt, die News. Kann man sich dann mal angucken, wie ich dann die News halt klicke, weil Vorteil natürlich von so einer Squawkbox ist ja einfach, dass wenn die News halt rauskommen, ich kriege die halt in Echtzeit aufs Ohr und kann dann das entscheiden. Ja. Und da kann man ja mal hier kurz, jetzt kommen hier die News raus. Man kann jetzt hier solche schönen, wusstest du das eigentlich? Man kann hier solche Dings einstellen, solche Kapitel jetzt. Ja, siehst du das hier? Direkt zum News Trading. So, kannst du hier Ja, so sehr gut gut. sehen. Ja, genau. Das heißt ja Vorstellung Traders Talk. Vorstellung Also Traders Florida News ist schon raus, heute 5 Minuten früher. Talk. Cool. Höher als der Durchschnitt, 7-Tagesdurchschnitt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Markt reagiert hat. Jetzt sehen wir es hier. Also, wir sind jetzt wieder hier zurück. Aber es kann sich ja jeder selber auch bei YouTube mal angucken. Meinen Kanal abonnieren, Däumchens verteilen. Unbedingt. So, achso, hast du Erfahrung mit der Einstellung fürs Trailing? Ich traile immer eng mit TA12. Ich nutze nicht TA12, ich nutze immer TA20. Das heißt also, wenn ich jetzt vor allem hier, also im Future trail ich halt relativ wenig. Also, ich nutze das wirklich echt hauptsächlich. Im CFD-Trading sieht eigentlich ganz gut aus, ne, der Long hier. Ich bin schon wieder viel zu langsam. Naja, gut. Also, schauen wir mal. Also, jetzt mal gucken hier die 09. Also, hier das Level. Mal gucken, ob er das jetzt hier knacken kann. Das ist eigentlich eine schöne Schlüsselstelle, ja. Das war hier mal Unterstützung. Drüber, dran, Pullback. Also, boah, das sehe ich jetzt erst. Ne? Also hier
Unterstützung durchgehandelt, Pullback weg, dran. Und jetzt kommt es hier drauf an, entweder hier das Ballermännchen nach oben weg oder wenn das hier paar Minuten rumeiert oder Sekunden mittlerweile, dann und dann noch mal das hier raus. Der hat jetzt hier dreimal die Tiefs rausgeholt, ja, und dreimal nicht bestätigt. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob die Auflösung jetzt hier nach oben kommen kann. Aber sehr interessant, also die 59. Neue 5-Minuten-Kerze, also hier könnte es auch schon wieder runtergehen. Aber ich bin eher bereit, weil das für mich ja alles hier ein Unterstützungsbereich ist, bin ich hier eher bereit, vom Potenzial her hier unten eher die Long-Seite zu handeln. Dadurch, dass der Unterstützungsbereich halt so breit ist, ist halt ein bisschen doof. Aber prinzipiell sind wir jetzt hier reingelaufen und ja, wie gesagt, natürlich, klar, die Sache ist immer die, wenn es ein Trend wird, ja, wenn es ein Trend wird, dann bin ich natürlich, also wenn der Markt jetzt hier runterläuft, nur ein bisschen hochgeht und dann so irgendwann heute mal nochmal abkracht, so wie gestern, dann ist natürlich klar, dann bin ich mit meinen Longs halt hier verkehrt. Aber wenn es halt ganz klassisch Unterstützung bleibt, Unterstützung, nur als Beispiel, der Markt rennt hier rein, rennt davon weg, ja, rennt hier rein, rennt wieder weg. Das heißt, ich hab den Vorteil auf meiner Seite. Und hier weiß ich es noch nicht, aber das ist ja nun mal der Job des Traders, zu sagen, hier ist die Unterstützung, da nehme ich sie. Ja, und was halt einmal funktioniert, funktioniert auch zweimal oder dreimal. Und dann kann man hier auch gucken, wie gesagt, ob der Markt bis da hochläuft, das weiß ich ja am Ende auch nicht. Aber hier ist eher für aus trading-technischer Sicht ist das Long. Und wie gesagt, aus Investor oder wenn die Longs hier aufgeben, dann gibt's, dann darf es auch hier runterfallen. Aber solange die nicht hier aufgeben, ist das hier unten alles immer mit mehreren Versuchen dann halt long zu handeln. Also bis jetzt haben wir es hier nicht geschafft. Kein Close über der 9,25. Ja. So, ich beantworte mal noch die ein, zwei Fragen, dann sind wir schon durch. Also TA Trailing Stop, also ich stelle den Trailing Stop immer auf. Ich stelle den Trailing Stop hier immer auf TA20, wenn ich jetzt im CFD handle, da TA20. Den Abstand, den variiere ich. Das Minus bedeutet, dass wie vielfache vom Spread. Also manchmal ist ja der Spread auch in der Nacht variabel für Leute, die dann sozusagen Overnight investiert sind. Ja, mal als Beispiel, der Spread ist ja ein Punkt, Overnight wären es fünf. Ja, dann ist bei TA20 das einmal im normalen Handel ist dann der Abstand 3 Punkte. Ja, das Dreifache vom Spread und bei Overnight wäre dann der Abstand 15 Punkte. Also das Minus ist sozusagen, man kann aber auch Pluszahlen eingeben, ne, wenn man es halt immer normal haben möchte. Also ich mache immer TA20, das so habe ich ganz gute Erfahrung. Und wie handle ich das? Also ich nehme den TA20 wie folgt. Ich mache es halt so, dass ich zum Beispiel jetzt hier einen Breakout erwarte. Als Beispiel, ich bin Long. So, dann ist halt die Frage, wenn ich jetzt nicht im Future handle, sondern im CFD, dann mache ich es halt so, wenn ich jetzt eine Restposition habe und ich erwarte hier so einen Plop, dann ist es halt so, ich warte, bis der Plop ausgelöst wird und einen Punkt darüber klicke ich dann auf sozusagen den TI, den Trailing Stop hier im Skype-Terminal und dann lasse ich das Ding mitziehen und hoffe, dass dann der Markt halt, wenn es halt schnell wird, beim Ausbruch mir nochmal ein paar Punkte mehr gibt. Aber prinzipiell möchte ich dann auch gesamt aus der Position raus. Was ich halt alternativ heute immer mache oder öfters mache, ist, ich gehe hier mit einer Position rein und lege dann hier Limits rein. Also hier, hier, da und dort und gucke, ob die dann gefüllt werden, ja, und versuche dann an die Ziele zu kommen. Ja, bei der Vola heute auch manchmal ganz gut. So, da kommt der Long jetzt doch so ein bisschen zum Tragen. Naja, gut. Ja. Wichtig jetzt mal einen Close oberhalb der 09 und dann denke ich, kann es auch wieder an die 21 hochgehen. Da oben wird sich, also wird hier auf alle Fälle heute echt schwer und auch schon, man sieht das ja an den stark überlappenden 1-Minuten-Kerzen, dass man auf alle Fälle auf beiden Seiten sehr aktiv ist. Ja, und eine Seite oder den Fokus, den man hier haben muss, ist, welche Seite ist die schwächere? Ja. Und aktuell ist die Short-Seite leicht schwächer, aber je höher es geht, desto
stärker, denke ich mal, wir werden die Kräfte wieder werten und dann gibt es vielleicht auch von oben nochmal einen Hauer. Wie gesagt, ich selber hätte jetzt hier eher die Long-Seite gewählt, aber es wäre für mich auch ein ziemliches Grauen hier zu halten. Ja, die Rückläufe sind jedes Mal halt immer, man muss halt immer bis null aussitzen und dann gucken, ob man in der zweiten Welle noch mitkommt. Wenn man bis null aussitzt und plötzlich geht es doch nochmal bis runter, dann muss man den Loss halt in Kauf nehmen. Deswegen ist das Trading heute sicherlich nicht ganz so easy. Aber das ist nun mal die Aufgabe für uns, ja, die uns der Markt erstellt, zu gucken, wie kommen wir da gut mit oder nicht. Ja, und wenn einem das ganze Chartbild nicht gefällt, ja, dann Kaffee trinken. Vielleicht mache ich das noch jetzt. Ja, genau. Und ja. Ja, dann wären wir soweit eigentlich durch für heute, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht als ganz kleiner, als minimalster Ausblick, solange es kein Close unterhalb der 0675 gibt. Jetzt gut, jetzt kommt wieder die erste Minute der 5-Minuten-Kerze. Also, es bleibt spannend, ne? Also kein Close darunter, wäre weiter long. Also wäre also ganz mutig müsste man ja eigentlich jetzt hier einen Long aufbauen, aber das bin ich heute nicht. Da hätte ich zu viel Schiss, dass der Markt durchfällt. Aber normalerweise müsste ich es so machen. Ja. Also wenn ich im Flow bin, dann kommt hier zumindest mal einer rein zum Gucken. Ja. Also mal gucken. Ja, und der Rest dann halt. Ja. Aber wie gesagt, man darf auch hier keine Angst haben vor einer schwarzen Kerze, weil die Farbe der Kerze ist eigentlich in dem Markt völlig irrelevant, weil wir nie wissen, welche dieser vielen Kerzen ist die, die dann wieder umgedreht wird. Also wird, kann ja sein, dass die Kerze jetzt zwar hier runter geht, vielleicht sogar nochmal das Tief der 5-Minuten-Kerze rausnimmt und am Ende der 5 Minuten stehen wir doch wieder oben. Ja. Deswegen muss man halt einfach das, ich nenne das immer Click the Level. Also genau an dem Preislevel klicken und darauf setzen, dass das so läuft, wie man das aus jahrelanger Erfahrung im Durchschnitt kennt. Und das ist halt gerade, das ist halt mit viel überlappenden Kerzen halt nach oben eiert. Und das, je höher es wird, desto gefährlicher wird das mit dieser Thematik so zu handeln. Je tiefer es geht, desto einfacher. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn man es jetzt kann man es ja sagen mit hätte, ne, aber hier unten, die Longs hier unten sind auf alle Fälle im Vorteil gewesen, da wo ich mal Long war. Und hier oben die Longs, wenn ich hier oben jetzt einen Long getradet hätte, also irgendwo hier oder hier, ja, das sind bis jetzt die gefährlichen. Also deswegen ist eigentlich hier das auch noch gefährlich, falls der Markt nochmal hier die extra Runde trade, dreht nochmal hier runter und dann wieder hier hoch. Ja, und da muss man halt gerade gucken. Ne? Aber prinzipiell ist das hier krasse Trend aufwärts. Und wie gesagt, Best-of-Ziel wäre 21, aber das kann unter Umständen schnell gehen, aber es kann halt auch sich noch eine Stunde hinziehen. Ja. Was müsste man sehen, damit es wirklich deutlich nach unten geht? Ja, also wir brauchen halt den Bruchsätze der Tiefs im 5-Minuten-Chart. Wir brauchen sicherlich wir müssen oder man sollte dann gucken am Ende einer halben oder einer Stunde, dass wir so tief wie möglich stehen, was wir jetzt aktuell nicht machen. Und deswegen kann ich mir ja sehr gut vorstellen, dass der Markt hier gut nach oben geht. Ne? Also hier, wie gesagt, einer zum Gucken, wer hätte gut gepasst. Ne? Also auch wenn ich in die schwarze reingeklickt hätte und auch kurz mal hinten gewesen wäre hier für 2 Punkte, bin ich jetzt ja, zweieinhalb vorne und habe halt Optionen, wenn es halt höher geht. Also das ist eigentlich schon ein schöner Markt, muss man jetzt nicht zwingend handeln, aber kann man handeln, wenn man es will, kann man es. Ja. Gut, ja, dann hoffe ich, dass es euch mal wieder gefallen hat. Wie gesagt, ein bisschen habe ich ja gehandelt. Jetzt mehr zur Demonstration als dass ich ja irgendwie Vollgas gegeben habe. Und ja, wichtig ist mir einfach, dass ihr halt auch was mitnehmt aus solchen Seminaren halt, zu gucken, wie mache ich es, wie könnte ich es vielleicht machen, vielleicht auch die ein oder andere Anregung, worauf man vielleicht noch gar keinen Fokus gelegt hat und jetzt merkt, Mensch, hier so zwei Zeiteinheiten, 1 Minute, 5 Minuten im Zusammenspiel, Mensch, das macht alles irgendwie Sinn. Oder meine Denkweise, ja, warum denkt er denn so, wie er da denkt? Und dann funktioniert das zum Teil auch noch. Ja, genau. Und das ist ja mein Ziel, ja, dass sozusagen die Zahl derer, die nicht profitabel sind, immer geringer wird. Und jetzt gucke ich gerade nebenher auf meinen Kalender, Nelson. Wir treffen uns ja wieder
In einem Monat sozusagen an dem Mittwoch, und das ist der 15.7., kurz vor meinem Urlaub. Ich dachte schon, du sagst in einer Woche. Ja, das hättest du gerne. Das kannst du nicht bezahlen. Nein, Quatsch. Eieiei. Nee, Ich bringe also. mir super Kaffee mit. Ah, da hast du mich. Genau, Ja. 15. Juli ist richtig. Genau, 15. Juli. Es war auf alle Fälle trotzdem, auch wenn ich vielleicht nicht so viel gehandelt habe, aber zumindest die Denkweise funktioniert ja so ein bisschen, weil der ein oder andere auch gefragt hat, wie kann man da unten long denken. Aber wie gesagt, ein Unterstützungsbereich bleibt halt immer erstmal ein Unterstützungsbereich. Wie weit er davon weggeht, das weiß ich auch nicht. Wenn es gut läuft, kann so ein Markt weit weg davon gehen. Wenn es schlecht läuft, dann geht es halt nur ein bisschen zurück und dann halt irgendwann auch mal durch. Aber das sieht hier mir ganz gut aus, dass man sozusagen diese News Candle, also abwärts versucht wieder zurückzuerobern. Und das wäre sozusagen mein Ziel. Wie gesagt, und jetzt an der Stelle würde ich auch, also ich würde mich extremst schwer tun, da neue Longs zu suchen, wenn ich da unten die Longs jetzt verpasst hätte. Und ich würde auch da oben, wie gesagt, auch keine neuen Longs jetzt zwingend eingehen, weil wenn das so überlappend bleibt, ist es halt schon echt schwierig und irgendwann kommt noch mal der Hammer auf der Unterseite. Also man wird sicherlich auch noch mal versuchen, eine Runde zu drehen und noch mal versuchen, ein paar Stops zu holen, bevor es dann wieder höher geht. Als nächstes könnt ihr jetzt noch mal hier auf die 09,75 achten. Schlusskurs, kein Schlusskurs darunter, geht es weiter hoch. Ja. Das läuft sehr schleppend und zackig bis dahin, wo es dann halt aufhört. Und da muss man halt gucken, dass man halt vorher raus ist. Ja. Gut, in dem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was beibringen konnte, was zeigen konnte. Wünsche euch für den restlichen Tag noch erfolgreiche Trades, gute Trades und freue mich, wenn wir uns dann am 15.07. wiedersehen. Gleiche Stelle, gleiche Welle mit meiner Wenigkeit, Heiko Behrendt von Skype-Trading.de mit Kooperation von FX Flat. Und das letzte Wort, wie sagst du doch immer, hat der Nelson. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Heiko. Super Content heute. Hast ja auch an Feedback, anhand der Feedbacks gesehen, ist super angekommen und hat riesig Spaß gemacht. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und ich freue mich auf den nächsten Monat, wenn wir wieder zusammen das Webinar haben. Du hast alles andere schon gesagt. Viel Erfolg weiterhin an alle Teilnehmer. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und ja, Interesse und auch die Fragen mitgebracht haben. Erfolgreiche Woche noch, passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.